So. Ja, herzlich willkommen. Kurzer Angespielt-Stream heute. Mario Golf Super Rush ist am Start. Und ja, wann? Freitag erschienen, ne? Glaube ich. Wir kommen heute erst dazu zum Testen. Und schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß. Für alle Nintendo und alle Switch und alle Mario-Fans machen wir mal einen kleinen, wie gesagt, Angespielt-Stream. Ganz entspannt, ihr könnt dabei Fußball gucken. Ach so, siehst du, wollte ich auch noch. Und abends genauso. 21 Uhr sind wir spätestens durch. Ja, 8:30, denke ich mal. Und dann können wir alles Frankreich spielen, wo wir gucken. Matze ist da, grüß dich. Trinken am Start, Pipi macht halbe aufrissen. Katja ist aufgerissen. Ich habe jetzt aus der Verzweiflung raus sowas anderes genommen. Das sah jetzt irgendwie auch komisch aus, aber. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. So, warte mal, aber einen Bot anmachen. Andreas ist da, wie versprochen. Ah. Ja, herzlich willkommen. So, Chat noch richten. Okay. Endlich mal kein FIFA. Florian. Und David, grüß dich. Bernd, hi. Ja, guck noch schnell das kurze, schöne Intro und dann können wir uns da mal durchwurschen. Ich hab's ja minimalistisch angespielt. Ich weiß auch nicht so wirklich, was mich erwartet. Deswegen seid willkommen, macht euch euer eigenes Bild. Sich die Investition lohnt oder nicht so lohnt. Kritiken sind ein bisschen durchwachsen. Es gibt so einen ja, komischen Story-Modus, wo man so rausliest, den hätte man auch weglassen können. Oder wo es halt schade ist, dass man den nur mit dem Mii spielen kann, statt mit dem irgendwie Mario, Luigi oder wem auch immer. Ein bisschen doof, aber was soll's. Das Spiel hat mich vom Aufbau an Pokémon Schwert und Schild. Das ist hier Mario statt Pokémon. Okay. Hast du denn das jetzt, Andreas, oder nur vom Angucken jetzt? Irgendwer hat es doch noch gehabt, aber ich weiß jetzt nicht wer. Irgendwer schrieb auf der Facebook-Seite, dass er schon ganz heiß drauf ist. Mal gucken. Oh. Ist halt komplett überhaupt kein Facebook-Gaming-Game, weil es einfach zu langweilig wahrscheinlich ist, zu langatmig. Sei denn, die Super Rush-Variante flasht uns völlig, weil da müsst ihr ja rennen, wie bekloppt, von Loch zu Loch. Und ja, keine Ahnung. Also wir haben es früher, Flo kann sich vielleicht noch entsinnen, nee, vielleicht da war noch zu klein. Früher haben wir es tatsächlich auch auf unseren Doppelkopfabenden gespielt zu viert, aber ich glaube nur ein, zwei Mal, es war einfach echt zu langatmig. Und kann hier vermutlich auch so sein. Also deswegen, ich habe keine großen Erwartungen an den Stream. Das ist mehr Service für alle, die zuschauen und die eine Switch haben und halt am Grübeln sind. Und wir können es dann nachher auch auscutten und für YouTube haben wir dann ein Let's Play Video. Insofern machen wir heute ganz gechillt. Besser aber als gar nicht den Stream anzuschmeißen, dachte ich mir insofern. Viel Spaß allen Nintendo-Jüngern. Oh, Daniel, hi, grüß dich. Und Martin, hallo. Patrick, hallo. André. Moin, moin. Der Arzt ist da. Grüße aus Hannover. Und Daniel, ihr habt jetzt echt unseren Löwen geliehen bekommen, oder? Ich habe es heute nochmal gelesen auf dem Kicker. Dann zeigt der Telekom, wie Service geht. Genau, pst, nicht über die Telekom schimpfen. Noch funktioniert's. Obwohl gestern zwei Abbrüche trotzdem wieder, ne? Aber lassen wir das Thema. Und Patrick, danke fürs Teilen. So, wollen wir mal gucken. Wir gucken uns mal das Menü an. Und zwar haben wir erstmal Einstellungen. Das Wichtigste in den Einstellungen, Musik während des Matches aus. Sonst kriegt ihr nachher echt ein Dröhnsgedödel. Ich hatte ein Loch, zwei Löcher halt getestet und hat mich schon ziemlich genervt. Tod lassen wir an, Distanz in Metern, Höhe und so weiter, alles Meter, Meter. Kamera lassen wir erstmal auf Normal, klicken auf Speichern, wichtig. Ja genau, hab heute schon mit drin. Echt, heute schon mit trainiert? Also ist echt, also ja, schade, dass der bei uns irgendwie nicht zum Einsatz kommt. Damals hat man sich viel von ihm versprochen, ist glaube ich ein echt stabiler Sechser. Und Statistiken, es gibt Statistiken, bling, bling, bling. Zu den einzelnen Charakteren, zum Score, gegen die Uhr, Kursstatistik und so weiter und so fort. Dann gibt es die Rekordjagd.
So. Erziel auf 18 Löchern einen möglichst niedrigen Score, Details zu den Leistungen unter Statistiken und dann gibt es dann gegen die Uhr einen Speed-Rekord noch. So, dann haben wir, wie gesagt, Golf-Abenteuer ist halt der Story-Modus. So mit Rumlatschen und Sprechblasen und so. Weiß nicht. Können wir vielleicht zum Schluss mal kurz reingucken, aber fand ich jetzt nicht so spannend auf den ersten Blick. Dann haben wir einen relativ ausführlichen Golf-Ratgeber für alle Noobs, so wie mich. Golf-Lexikon, wer jetzt noch gar nicht Bescheid weiß. Also da wissen wir natürlich aus diversen Golfspielen, was ein Birdie und weiß ich was, ein Eagle und Four und was auch immer bedeutet. Steuerung. Ja, überlege ich jetzt, ob das mit euch durchgehen. Tobias, grüß dich. Ist, glaube ich, auch ein bisschen zu öde. Aber vielleicht müssen wir nachher mal ein oder andere Mal nachschlagen. Also man unterscheidet zwischen den einfachen Schlägen, ist klar. Ist halt so aufgebaut. Könnt ihr euch durchklicken, L bewegen, Draufsicht mit X. Und was hier halt wichtig ist, es gibt diesen Carry-and-Run-Modus. Also, ist ganz gut erklärt eigentlich. Der dunkle Kreis zeigt euch an, wo der Ball landen wird. Und dann rollt er ja noch immer, also wird noch weiter nach dem Auftreffen transportiert, gecarried sozusagen und rollt dann letztendlich noch aus. Wird hier durch die verschiedenen transparenten Kreise mit einberechnet. Und gut, wie bei jedem Golfspiel, Richtung, Flug, Windstärke und so weiter hat alles noch seine Auswirkungen. Dann muss man oben gucken, dass man nicht zu sehr in diesen roten Bereich kommt, vermutlich. Ja, und es ist halt alles komplett erklärt. Kurvenschläge, super Kurvenschläge, da traue ich mich jetzt noch nicht ran. Putten ist klar. Gefälle wird angezeigt mit so kleinen weißen Punkten. Umso mehr Pünktchen, umso stärker das Gefälle. Aber ich denke mal, wir spielen am besten selber mal durch. Lernt man mehr. Mach Rekordjagd, ist bestimmt nice. Ich dachte erstmal so eher in Chill-Modus, Martin. Und Chrissy ist auch am Start. Grüß dich. Tom Maschine spielt echt alles. Ja, naja, für euch muss ich alles anspielen, damit ihr wieder die Euros sparen könnt und nicht einen Fehlkauf macht, Gary. Na? Mittwoch gibt es den nächsten Angespielt-Stream, nachmittags um 3, da gucken wir uns Dungeons and Dragons an. Dark Alliance ist ja schon draußen und kostenlos sogar im Game Pass, aber am Mittwoch kommt es erst für PS5 raus und da wollte ich mir, wenn schon, die Next-Gen-Variante mal antun. Aber wer es mal testen will und ein alter Dungeons and Dragons-Fan ist, man kann Zwerg spielen, von daher ein Must-Have oder Must-Try-Spiel für mich. So, aber jetzt sind wir heute beim Golf. Wie gesagt, Mittwoch vorgemerkt. Nachmittags könnt ihr euch aber auch als VOD angucken, wenn es euch zu früh ist um 3. Oh. Heute schon wieder richtig heiß, bei euch auch. Trotzdem Rad gefahren, Tom hat echt einen Knall. So, Wind, Regen, Schläge mit Spin, Distanz. Also, können wir alles nachher nachgucken, wenn wir irgendwie uns zu dumm anstellen. Rekordjagd aber ist, Martin, ist ja nur... Oder spielt man das Tatsache gleich? Ach, Tatsache, es ist Tatsache ein Spielmodus. Ich dachte, hier hat er nur die Statistik, die Rekorde gespeichert. Aha, das ist ein extra Spielmodus. Also, wir gucken trotzdem mal ein Einzelmatch. Ihr könnt also wählen zwischen Standardgolf, Speedgolf, Battlegolf und mehr Spieler. Hier trittst du online oder lokal gegen andere Golfer an. Also Online-Modus als auch Couch-Koop. Beim Couch-Koop könnt ihr dann natürlich auch die Pads hin und her reichen, falls ihr nicht genug habt. Und Christian, hi, grüß dich. Und bist du schon da gelandet, Sascha, echt? Hey, du sollst Urlaub machen. Da guckt er trotzdem Stream. Nee, habe ich nicht durchgespielt, Carrie. Stimmt, wollte ich jetzt anmachen. Und deswegen habe ich auch den Stream ein bisschen früher. Daniel, nachher Frankreich gucken wir dann alle ganz gechillt. Da quatscht euch Tom dann nicht mehr dazwischen. Und ich kann dann noch unter die Dusche hüpfen. Guck mir dann auch noch das Frankreich-Spiel an und mache dann noch ein paar lästige Squad-Battles nebenbei. Patrick, Olaf, grüß dich. Viel Spaß beim Golfen. Mal gucken. Also ist ja nicht so Mainstream. Aber ist halt Mario. So, wollen wir mal Fernseher anmachen?
warten, bis der gute Philips reagiert. Furchtbar. So. Jetzt. Wie steht's denn? Wo machen wir mal aus? Ihr werdet mir schon mal schreiben, was passiert. Kroatien, Spanier, Spanier 0-0. Werbungsanstrengend? Echt? Okay. Gut zu wissen. Also immer Feedback dazu. Was hattest du in Clara für welche? Vorher? Mittendrin? Nachher? Ein Bild? Erzähl mal ruhig. Top-Leistung in der WL. Björn, ja, war anstrengend. Zum Schluss glücklicherweise 17-13. Im letzten Spiel. So, was machen wir jetzt für einen Modus? Ich weiß nicht. Rekordjagd gleich? Nee, komm, lass mal ein Einzelmatch einfach standardmäßig ganz gechillt. Schlagen immer. Wenn man sich im Standardgolf beim Schlagen abwechselt, können bis zu 4 Spieler einen Controller verwenden, der weitergereicht wird. Bei gleichzeitigem ausgeführten Schlägen können 2 Spieler auf demselben Bildschirm spielen. Also so ein bisschen wie bei Mario Kart. Wir sind hier ganz alleine, einen Controller. Wir können wählen zwischen Zählspiel oder Lochspiel. Jedes Loch ein neuer Kampf. Sieger der Partie ist, wer am Ende mehr Löcher für sich entscheiden konnte. Achso, und beim Zählspiel wird es, glaube ich, wie klassisch aufaddiert. Ganz normal. Hagenarm, grüß dich. Erstes kaltes Bier. Grüße, lieber Tom. Sascha, gönn dir. Schönen Urlaub gewünscht. Prost und danke für die fürs Teilen Sascha und für 10 Sternchen aus der Türkei. Erstes kaltes Bier. Grüße, lieber Tom. Wie ist denn Wetter da? Wollen wir gar nicht wissen. Bestimmt so wie hier, ne? So, jetzt gucken wir mal. Also, wir nehmen natürlich klassisch. Oder wenn wir Luigi nehmen. Ihr könnt einstellen. Den Schlägersatz, die dominante Hand. Was gibt es denn bei Optionen? Achso, das sind normale Optionen. Gut, wir nehmen mal Mario. Klassiker. 42 Grad? Nicht dein Ernst, oder? Ach du Schande. So, hier müssen wir erstmal alles freispielen. Wir fangen natürlich auf dem Rookie-Kurs ein. Einfach, einsteigerfreundlich und ideal für die ersten Schritte als Golfer. 42 Grad. So, warte mal, wir können einstellen. In Dreier-Schritten. 3, 6, 9, 12 Löcher. Gut, passt ja. Nehmen wir erstmal 3 Löcher. Starten bei Loch 1. Wind normal, Spezialschläge ein. Spezialschlag L1 bei voller Energieanzeige. Distanzmesser R. So, Schritt 1. Drücke A, um den Schlag einzuleiten. Drücke erneut A, um die Schlagkraft festzulegen. Und anschließend kann man dann Standardspin, Backspin, Topspin. Es wird schon kompliziert. Klimaanlage im Zimmer auf Hochtouren, das glaube ich. Großes Bild. Man hat dich nicht mehr gehört, sondern die Werbung und dich nicht mehr gesehen. Werde ich nicht klein oben rechts? So hatte mir Facebook das erklärt. Kam aber erst mittendrin irgendwann, nicht am Anfang, weil ich muss da irgendwie Erfahrungen mitsammeln. Wir sind da in so einem Testmodus, sollen da Facebook Feedback auch geben. Und ja, wenn es halt zu anstrengend ist, müssen wir halt gucken. Gut, Draufsicht. Draufsicht ist wichtig, das ist X. Schlagrichtung, Schläger wählen, Schlagkraft. Also, weiter. Moment. Schritt 3. Das Rollverhalten der Balls nach der Landung immer mit einem Plan. Das ist dann oben praktisch der blaue Bereich. Und Schritt 4. Schneide den Ball mit L an, mit dem linken Stick, ehe der Schläger den Ball trifft. Oh Gott. Lass FIFA spielen. Oder wo bist du denn? Antalya da unten? Oder in welchem Bereich? Musste am Buffet noch Maske tragen und so? Bestimmt, ne? Also mir wäre das ja ein bisschen alles noch zu früh. So, Loch 1 ist Par 4, 262 Meter, Wind 2 Meter die Sekunde. Von schräg rechts. Und? So, jetzt haben wir die Draufsicht. Und zwar können wir jetzt hier schon alles bewegen, wie ihr seht. Wir können nicht weitergehen. Also das ist der Driver, unser Abschlagschläger ist der. Kommen wir an dem Baum vorbei? Ich hoffe. So, jetzt könnt ihr könntet praktisch einen kürzeren nehmen, ne?
wenn jetzt da irgendwie, ja, aber ich glaube hier, nehmen wir einfach mal den normalen Abschlag, den Drive und gucken mal. Wind kommt leicht von schräg vorne und schräg rechts, gehen wir ein bisschen nach links. Und ja, was ich noch nicht genau weiß, wo wir jetzt Stopp drücken müssen. Also wir geben erstmal in den Standardschlag und Stopp. Und nochmal. Geht. Wenig Maske. Tom, man spielt zu Wurf. Hilfe. Achso, wegen Einladen, Hagen. Ich kann nachher mal einloggen heute Abend. Ich in die Gilde einladen. Aber ansonsten momentan eben, wie hatte ich dir aber gesagt, relativ wenig Wurf. Keine Zeit. So, jetzt nehmen wir den Sandwich. Der schlägt halt die Hälfte seiner normalen Schlagkraft. Das ist Putter, das ist Quatsch. Nee, der geht auf 73 Meter. Das heißt, wir müssen die Hälfte nehmen. Kam mittendrin, also wenn man dich noch hört, ein kleines Bild sieht, ist ja okay, aber so ist das auf Dauer. Clara, guck mal bitte, wie oft das kommt. Weil ich hatte es nämlich so verstanden, dass man mich weiter hört und dass rechts oben in der Ecke das Bild von mir klein wird. Weil sonst wäre es natürlich wirklich nicht so schön. Dann müssen wir gucken, was wir da für ein Feedback zu geben. Harald, grüß dich. Anlage ist auch nicht überrannt. Jetzt glaube ich, dass noch gehen bestimmt noch nicht so viele auf Tour. So, aber... Ach so, das ist ja praktisch. Guck mal, rechts ist ja die... ist ja, ich rechne hier schon im Kopf. Da ist ja alles eingezeichnet. Guck, 36 Meter ist die Entfernung zum Loch und da könnt ihr sehen, am Powerbalken, kann man es erkennen, da ist ja die rote Fahne. Also wir müssen eigentlich dann nur dort stoppen. Wir haben keinen Rückenwind, der Wind kommt leicht von schräg rechts. Dann versuchen wir einfach mal die Mitte zu treffen und ja, machen wir einen Backspin, dann bleibt er liegen, oder? Machen wir einen normalen Schlag. Ey, ist der Wind doch so heftig? Alter. Okay. Das meinen die wohl mit dem, was man da einberechnen muss. Wollt einfach weiter. Janne, grüß dich. Ab an den Strand, genau. Unglaublich, oder? Janne hängt ja einfach hier im Stream rum. Da am Strand zu chillen. So, wie können wir denn jetzt hier noch uns die Map angucken? Von oben? Fast kein Höhenunterschied. Okay. Das sagt mir jetzt nicht viel. Abschlag 15 Meter Entfernung. Wir sind auf dem Putter, der macht 30 Meter. Wir haben die Hälfte, sind 15. Ich versuche einfach mal. Blub. Erstmal ein Feeling für kriegen. Okay. Ja, war nicht so schlecht. War gar nicht so schlecht. Bin dabei, essen, trinken, dann jetzt ab in den Pool. Oh, ey, aber 42 Grad. Hier haben wir ein Tap-In. Wir liegen so dicht, dass wir... Kann man eigentlich das Gitternetz auch ausblenden? Weil es sieht halt immer ein bisschen hässlich aus. Hier brauchen wir nur antippen. Blum. Vier Schläge. Wir haben unser erstes Paar. Loch 1 auf Paar. Überstanden. Schöne Tabellenanzeige. In großer Schrift kann auch Tom erkennen. Ja, mach mal bitte. Immer schön Feedback, Clara. Heiko, hallo, grüß dich. Huch, 1-0 schon, Matze. Kroatien gegen Spanien, Tatsache. Ach du Scheiße. Was macht der Keeper da? Oh mein Gott. Naja, was soll ich sagen? Spanischer Torhüter halt. Torwart Spanien. Es verfolgt uns. Nicht zu fassen. Oh Mann, ey, das ist aber übel, weißt du? Was sowas mit einem machen kann? Der tut mir leid, jetzt echt. So, weiter. Aber, oh. Wird man dann wieder sagen, ja, Rasenfehler ist versprungen, aber ich weiß nicht. Alter Schwede. Was kenne ich nur vom Heinevetter? Ja, da kannst du es aber schneller wieder gut machen. So, Loch 2, Paar 4 auch wieder. Wir gucken mal von oben. Siehst du, jetzt hier würden wir irgendwie da im Rough landen. Das heißt, wir müssen hier jetzt erst mal korrigieren. Die Frage ist sogar, ob wir... Ja, ich kann halt diese Curve-Schläge noch nicht, oder traue ich mich zumindest nicht. Wir gehen einfach mal... Schöner Schlag.
Schöner Schlag. Oh, es war bling bling. Habt ihr gesehen? Es gab Konfetti. Aber wir landen im Bunker. Warum gab es denn dann Konfetti? Da ist jetzt genau der Baum vor der Nase. Fängt ja echt ein bisschen übel an. Müssen wir erstmal raus hier. Nein. So, Wind von schräg hinten. Das war bestimmt wieder zu doll, weil er rollt. Ey, das mit dem Rollen habe ich noch nicht drauf. Scheiße. Also du musst Tatsache dieses Rollen mit einrechnen vor der Markierung. Okay. So, der Putter, der ist bis da. Wir haben Gefälle. Ist da? Oh. Wie? Ach Gott, er war auf dem Sandwich noch. Er war gar nicht auf dem Putter. Gut, jetzt haben wir ein Überpaar. Oder gar zwei. Sieht hier sehr gerade aus. 5 Meter. Okay. Sah aber echt bergab aus. Wie kann man denn die Kamera drehen? Double Bogey. Plus 2. Nicht gut. Bahnen wir heute so gut. Was ein Blackout. Ja, ich habe natürlich auch auf Spanien getippt, wie wahrscheinlich die meisten von euch. Was soll man machen? Olaf, danke fürs Teilen. Ich sage immer Olaf, aber es war doch Olaf, ne? Hatten wir nicht mal? Patrick, Olaf, Olaf, Patrick, Olaf. So, warte mal, jetzt haben wir das erste Paar 3. Hier können wir praktisch einen Hole-in-One machen. So ein bisschen Anti-Wind-Korrektur. Wir nehmen Eisen 8 und so. Was heißt der Spezialschlag? Da, guck mal, der ist schon voll aufgeladen. Mir ist noch nicht klar. Mario bereitet einen Supersternschlag vor. Oh nee, das war glaube ich jetzt nicht gut. Können wir den abbrechen? Kann man abbrechen, okay. Weil beim Part 3 macht es glaube ich nicht so viel Sinn. So, wir fangen jetzt mal da an zu stoppen. Gucken mal, ob er weiterrollt. Schon wieder Konfetti. Guck mal, jetzt haben wir nämlich da aufgehört. Besser, aber immer noch. Ey, guck doch mal. Ach so, man kann dann den halben Schwung nehmen. Wo sehe ich jetzt die Entfernung zum Loch eigentlich? Der schlägt 36, wir gehen die Hälfte, sind 18. Aber die Fahne ist schon da. Es geht dolle bergab. Nur Olaf, ne? Das, so war mir doch. Ich kann mich dunkel entsinnen. So, jetzt probieren wir. Oh, so doll verzieht es noch. Ja, tut mir echt leid. Oh. Das auf dem Loop-Parcours schon. Ach du Schande. Mario, grüß dich. Ich dachte vorhin noch ganz optimistisch. Oh, ja, gut. Da sich bestimmt im Stream niemand findet, kannst du einfach in ein Online-Game gehen. Da wären wir komplett rasiert wahrscheinlich. Ja, gut. Platz 1 von 1. War noch nicht so gut. So
Du, jetzt haben wir es abgeschlossen. Jetzt müssten wir noch eigentlich unsere ersten Statistiken haben. Boah. Bester Score, durchschnittlicher Score, längster Drive. Warum ist hier noch nicht drin? Birdies, Breaks, Hand Saves. Geil, oder? Also Statistik gibt es jede Menge. Rookie-Kurs, Grünbüschel. Aber warum haben wir hier noch keine Daten drin? Weil wir vielleicht einen 18er spielen müssen? Den Kursname Grünbüschel, oder? Klingt voll nach Hobbingen, Matze, oder? Das wird eng mit der Golfkarriere, das glaube ich auch. Oder? Grünbüschel klingt so nach Froschmoorstetten. So geil, sieht auch so aus. Okay. Ja gut. Aha, hier hat er immerhin was gespeichert. Längster Drive, 214, da steht was. Ja gut, bester Score geht dann halt nur, wenn du komplett durchspielst, scheinbar. Jetzt ist die Frage, ob wir dieses, wo ist jetzt dieses Rush eigentlich, dieses gegen die Uhr muss doch das sein, oder? Schließe 18 Löcher möglichst schnell ab, Details zu den Lesson. Komm, jetzt machen wir diesen, weil danach ist, das ist ja der Namensgeber, es heißt ja nicht umsonst Super Rush. Grünbüschel ist meine Nebenstraße. Oder? Voll niedlich, jetzt will ich wissen, wie die anderen noch heißen. Wir müssen alle Kurse freispielen. Wir gehen jetzt ganz entspannt, Tatsache, in den Gegen-die-Uhr-Modus, den namensgebenden Super-Rush-Modus, denke ich mal, das wird er wohl sein. Schließe 18 Löcher möglichst schnell ab, Details zu deinen Leistungen findest du unter Statistiken. Schlage den Ball mit einem gut getimten Knopfdruck, diese Steuerungsart ermöglicht viel Präzision und somit hohe Punktzahlen. Knopf- und Bewegungssteuerung können nicht kombiniert werden. Gut, Bewegungssteuerung könnte auch machen, okay. Scoreprüfung. Wieso startet denn das nicht? Jetzt startet es. Ah, okay. So, wir nehmen. Jetzt nehmen wir mal Yoshi. Let's go. Verwandelt beim Aufprall Bälle in Eier. Als Spezialschlag. Ist jetzt auch nicht so schlau, oder? So gegnerische Bälle. Hey. Ach doch, andere Bälle vielleicht, okay. Weil es geht ja hier um, man muss ja jetzt richtig rennen. Und es geht jetzt einfach ums Tempo. Aber sind jetzt hier noch andere am Start? Keine Ahnung. Es hat halt überhaupt nichts mehr mit Golf zu tun. Jetzt, das war auch der Hauptkritikpunkt eigentlich. Das ist so ein bisschen Arcane-Modus, aber ich bin ganz allein auf der Strecke, oder? Musste man jetzt nicht rennen? Guck, ich muss doch jetzt rennen. Halte L gedrückt. Das ist zum Sprinten. Dann verliert man aber Ausdauer. Ihr müsst praktisch... Wie bescheuert ist das denn? Ihr müsst jetzt zu eurem Ball hinrennen. Und da läuft die Zeit. Könnt ihr die Zeit noch... Ja, die ist über der Kamera. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, Stress. Lauf los. Aber das muss man natürlich mit mehreren spielen, weil dann ist es richtig chaotisch. Gut. Halt. Das machen wir gleich im Online-Modus, oder? Voll rein in die Olga. Ist ja langweilig alleine. Mache Eier. Ja, wo ist unser Micha? Mache Eier. Komischerweise bin ich ja scheinbar im Speed-Modus schon besser als im... Nein, nicht ganz. Tap in. Okay. Bubi, guck mal, wir haben schon aufgeladen. Also, das ist tatsächlich, glaube ich, dieser Speed-Modus. Wir sind erst da, weil wir alleine sind. Das ist halt natürlich jetzt doof. Ich dachte wenigstens, dass da Computerhansels mit bei sind. Aber gut, wir pushen jetzt mal die drei Löcher schnell durch. Und danach müssen wir mal gucken, wie wir Mitspieler an den Start kriegen. Oh, das ist jetzt aber weit zu laut. Stell dir mal ein paar 5-Loch vor. Kann man auch springen? Ja, man kann springen. Yippie, yippie. Das ist schon wieder geil. So,
Yippie, rein in den Sand. Ey, wir liegen genau in der gleichen Kackstelle wie vorhin. Okay. Dann springt er automatisch um. So, wir müssten jetzt eigentlich... Wollen wir mal einen Curve-Schlag machen einfach? Guck mal, wir ziehen den Ball jetzt komplett rechts um die Kurve. Ach nee, wir haben einen Sandwich. Das geht nicht. Nee. Dem Sandwich müssen wir jetzt mal hier ganz in Ruhe... Ach, ist ja so Zeit. Erstmal wieder auf den Rasen kommen. Das war doch schon mal nicht schlecht. Yoshi schafft den Schlag aus dem Bunker. Ach, Toad kommentiert immer. So, wir haben 70. Fast kein Höhenunterschied. Sandwich 70. Wieso nimmt er nochmal den Sandwich? Hä? 70 Meter? Er empfiehlt den? Hm. Ich vergesse mal loszulaufen. Kurz Like da lassen und wieder ab in die Arbeit. Viel Spaß noch, Leute, und bleibt sauber. Pedi, sei gegrüßt. Wie Ball spielen ohne Hund, das stimmt irgendwie schon, ja. Oh, zu doll, oder? Schönes Paar. Immerhin Paar. Wir sind unter Druck besser. Man sieht Yoshi auf dem Rasen kaum irgendwie. Christian, grüß dich. Herzlich willkommen zum Angespielt-Stream Mario Golf Super Rush. Erst kürzlich erschienen für Nintendo Switch Only. Verfügbar bei Amazon. Link in the Description. Affiliate-Link, Achtung. Und verfügbar als Boxed-Version. Zurzeit im Angebot für 54,99. Ihr wisst, Nintendo-Spiele immer sauteuer. Und die Download-Version kostet 59,99. Von daher gibt es den Angespielt-Stream, um euch... Ja, vor falschen Geldausgaben zu retten. Du kannst auch mal später in Storyman spielen, da muss man dann auch rennen und das gibt auf dem Weg. Wir malen gerade Münzen und wie gesagt, bei auch für Overworld-Pokémon-Spieler und die Charaktere eben aus Mario. Ja, was halt schade ist, dass du den Story-Modus nur mit den Mies spielen kannst. Das ist halt irgendwie ein bisschen doof. Don Mastras, grüß dich. So, jetzt haben wir den Sandwich, warte. So kann die mich nicht zu weit machen. Oh, der kommt gut. Kamera muss springt nicht. Ey, das ist halt echt gewöhnungsbedürftig. Hinterherrennen. Schönes Paar. Wieder Paar, wir sind echt besser. Morgen, der Sonnenstich hat mir CH selbst heute noch flach. Mich selbst heute. Echt? Ja, es muss doch aufpassen, Richie, ne? Sonnenstich kann schon auch übel sein. Notfall tatsächlich mal zum Doktor gehen. Sieht interessant aus. Leider keinen. Ja, ich weiß, es ist halt ein Nischenspiel, weil viele haben keine Switch und Switch ist halt auch immer noch ziemlich teuer. Ich wollte es trotzdem mal als angespielt Stream machen. Ihr wisst ja, Tom zockt irgendwie immer alles an, spielt das wenigste zu Ende, aber wir machen dazu einfach ein kleines Streamchen. Loch 4. Ach Mensch, wir müssen weiter. Loch 4 waren wir noch gar nicht. Ist jetzt auch kein Spiel, was mich jetzt wochenlang beschäftigen wird, ganz ehrlich. Ist, glaube ich, selbst für Multiplayer ein bisschen zu langatmig. Ich habe ja... Ach Gott, ich muss wieder laufen. Ich habe ja selbst schon immer Sorge bei Mario Party. Diese ganze Würfelsache und hin und her und dann grübeln die Leute. Was mache ich jetzt am besten oder welches Item setze ich ein? Das kann auch schon ganz schön langatmig werden. Deswegen Mario Kart ist eigentlich immer so Action nonstop. Gerade so für einen Stream oder für einen Multiplayer am besten. Ja, außerdem können bei Mario Kart halt 12 Leute mitmachen. Hier glaube ich jetzt ja dann auch nur 4. Wir liegen so auf 55. Naja, das ist doch da. Standardspin muss reichen. Laufen, laufen. Kannst du schon loslaufen? Das vergesse ich halt permanent. Gute Annäherung. Zum Birdie. Komm, let's go! Oh. Bitte, ey. Ostkeule. Bester Name. Danke fürs Follow. Herzlich willkommen. Auweia, ich hoffe, es geht morgen wieder.
Ja, aber gut beobachten. Von Sega kommt ein neues Olympia-Game raus, so ähnlich wie das von dann. Echt? Olympia hatten wir erst. Das haben wir doch letzte Woche. Du meinst das, was wir gespielt haben, Harald? Hast du etwa den Stream verpasst? Guck dir das VOD an. War letzte Woche Mittwoch. Hatten wir dazu den anderen gespielt Stream gemacht. Harald ist schon erschienen. Für PlayStation, Xbox und Switch. Du meinst sicherlich dieses hier. Ah. Wer sich dafür interessiert, gab es letzte Woche bei uns auch im Livestream Tokio 2020 Olympic Games. Auch ganz witzig, aber auch halt nichts für die Ewigkeit. Kann man sich aber gerne mal antun. So. Du sagst es, mir ist die Switch so teuer, für das die meisten im Eck. Ja, Christian, ist das Sache, ne? Ah, schwierig. Kriegst du halt, wie hat Matze gesagt, kriegst schon fast zwei gebrauchte Konsolen dafür. Und ist ja auch auf absehbare Zeit, wird es halt nicht billiger, ne? Und wenn du dann überlegst, was für Technik drin steckt, ist schon frech, ne? So alles hier so in 720p oder 480, keine Ahnung. Aber es sind halt, ist halt der Charme dieser Mario, Nintendo und sonstigen Klassiker. Das macht halt ihr Monopol aus und das nutzen sie halt auch gut aus. Was noch wirklich witzig werden könnte, es kommt ja jetzt im Herbst nochmal eine Compilation raus von dem Best-of der ganzen Mario Party Minispiele. Ey, ich vergesse jedes Mal loszulaufen. Wie viele Löcher müssen wir eigentlich jetzt machen? Weil 18 Löcher im Speed-Modus habe ich jetzt gar keinen Bock. Alleine ist es ein bisschen langweilig, wa? Wenn ich breche mal ab und suche mal einen Multiplayer. Es kommt auch PC jetzt raus für den Steam. Steam ist auch schon letzte Woche, Harald, ja. PC weiß ich nicht. Ich glaube, es ist zeitgleich erschienen. Aber genau weiß ich nicht, wann PC war. Lop. Laufen, laufen, laufen. Also gut, das ist jetzt... Das muss man mit mehreren machen. Also da müssen wir jetzt irgendwie einen Multiplayer-Modus suchen, weil... So ist es sonst ein bisschen boring. Guck mal, der Chip-In war nicht schlecht. Aber ich habe noch nicht einen Birdie geschafft, Tatsache. So kriegen wir natürlich keine Statistik. Nee, der will Tatsache die 18 Dinger durchspielen. Hm. Und? Wie kann ich jetzt hier ins Menü? So, Hauptmenü. Also, das ist... Aber wo hätten wir jetzt aussuchen können, dass wir mit mehreren spielen? Kriegen die Uhr? Okay. Steuerung? Okay. So, jetzt müssen wir aufpassen. Optionen? Nee. Ja, ich meine Yoshi. Jawohl. Aber sag doch mal, wo? Super Rush. Doof. Ich suche mir jetzt einen Charakter aus. Hier kommt doch nirgendwo eine Multiplayer-Auswahl. Schließe 18 Löcher möglichst schnell ab. Hm. Jemand eine Ahnung von euch? Ich würde mir am ehesten eine Konsole kaufen, wo man alte Klassiker... Naja, das kannst du ja, Christian. Das ist einer der kleinen Vorteile. Oder die Retros, ja. Die kleinen meinst du? Meinst diese Dinger hier? Das Teil, wa? Die gibt's ja und dann gibt's auch noch das Super NES. Aber du hast halt eine relativ... 30 Spiele hast du drauf, ne? Aber halt nicht so unbedingt jetzt das Beste vom Besten. Vielleicht... Naja, gut, nee, das ist halt auch schwierig. Besser als nichts im Prinzip, aber du hast ja hier, wenn wir mal kurz ins Hauptmenü springen, du hast ja hier diese Retro-Dinger drauf auf der Switch. Wenn das ein kleiner Trost ist, weil die so teuer ist.
Hier hast du eine Riesenkollektion, die ist sogar kostenlos mit dabei. Wenn du den Switch Online für 20 Euro im Jahr erwirbst, dann hast du eine Menge Spiele. Können wir vielleicht nachher nochmal kurz reingucken. Aber sonst schmeißt es mich, glaube ich, jetzt raus aus dem Game. Wo finden wir jetzt den Multiplayer? Mein Sohn würde eben gerne, bin noch unentschlossen, die Games teuer sind. Das stimmt. Und die werden halt auch immer nicht billiger. Emra, grüß dich. Ja, genau, Tom D. Ja. Ringfit, ja. Richie, hat er gleich Auge gemacht. Ah, Internet, danke für die Info. Ja, immer gerne, Christian. So. Aber helft mir doch mal. Speedgolf? Wir müssen da direkt. Warte mal, wir müssen wahrscheinlich echt mehr Spieler online spielen und dann. Ah, warte. Ah. Da aussuchen. Steuerung. Einspieler. Raum suchen, Raum erstellen. Du kannst gemäß von dir gewünschten Kriterien suchen. Raum von Freunden? Nee, ich habe keine Freunde. Finde von deinen Freunden erstellte Räume, finde einen Raum nach von dir vorgegebenen Kriterien. Ah, alle Modi Golf, Standard Speed, da ist es. Okay, Speed Golf. Löcher, egal. Nee, nicht so viele. 6. Spezialschläge, nein. Wer soll zuerst schlagen? Zufall. Nie Charakter. Nicht zulassen. Nochmal gucken. Zeitkampf. Wir werden niemanden finden. Ich glaube, die Kriterien waren zu hart. Oder? Raum auswählen. Raum erstellen. Freigabe für alle. Okay, das war schon mal falsch. Und zu doof. Mario, grüß dich. Wünsche dir die Birne vom Torwart. Achso, sorry für die Verspätung. Kadia, grüß dich. War das eben US Military Base in Wiesbaden. In Wiesbaden? Da war doch der Bruder von unserer lieben Laura. Streamerin auf Facebook Gaming, unsere Wolf Laura aus Kalifornien. Sie sagt mir immer, ihr Bruder war in Wiesbaden. Das ist halt schon wieder typisch Nintendo. Warum ist das so kompliziert? Warum kann ich nicht einfach... Oder bin ich einfach zu doof? Speedgolf ist doch jetzt wieder nur Couch-Coop. Online spielen. Ein Spieler. Dann suchen wir jetzt und lassen alles andere auf normal. Vielleicht finden wir jemanden. Es gibt keine Räume. Es gibt niemanden, der dieses Spiel spielt einfach. Tobias, danke fürs Follow. Herzlich willkommen in der Community. Oder verstehe ich jetzt was falsch? Ich versuche es nochmal mit 6 Löchern. Spezialscheibe aus. Passcode-Räume einschließen. Räume im Passcode werden in deine Suche mit eingeschlossen. Okay. Aber ich suche doch jetzt. Ich will doch nicht. Guck mal, da kommt immer Raumname. Gibt's nicht. Also sonst könnte ich wahrscheinlich hier einen anwählen. Ah, bitte warte noch ein wenig, ehe du die Raum... Okay. Also es gibt keine Räume, Tatsache. Such du einfach... Ja, mach ich gerade. Weißt du? Guck, Mario. Guck hin, du hast ja auch Ahnung. Ne? Du bist ja eine schlaue Biene. Ich gehe in Einzelmatch. Ich will Speedgolf machen. Oder meint ihr, wir sollen einfach mal... Meint ihr, wir haben bessere Chancen bei Standardgolf? Versuch mal Standardgolf. Ich bin Einzelner. Ich will ein Zählspiel abwechseln. Hier legst du fest, wie viele Spieler insgesamt an der Partie teilnehmen und wie viele davon keine Computergegner sind. Ja. 3 Spieler, 3 Menschen. Let's go. Es wurden mehr Spieler ausgewählt, als Controller verbunden sind. Okay. Bin ich doch dann wieder alleine, oder?
Es wurden mehr Spieler. Ich will in ein Online-Spiel. Jetzt sagt ihr mir, ich habe nicht genug Controller. Ich bin schon im Online-Modus, oder nicht? Nee. Ich muss in den Mehrspieler-Modus gehen. Ich war schuld. So, Online-Spiel. Ich bin ein Spieler. Ich möchte jetzt einen Raum suchen. Freunde, nein. Raum-ID habe ich nicht. Also gehe ich über Filtersuche. Ich klicke jetzt einfach auf scheißegal, alle Modi, alle Löcher, alle... Schieß mich tot. Ah, und da gibt es Räume. Okay. Gut, jetzt können wir uns was aussuchen. Oh, hier fehlt nur noch einer. Standard-Golf. Reihenfolge gleichzeitig. Klingt nach Chaos. Aber wir werden sofort am Start. Hier bei Toni. Standard-Golf abwechselnd. 9 Löcher. Standard-Spezialtige aus. Das klingt doch witzig. Komm, wir gehen zu Toni. 9 Löcher. Ja, vielleicht haben es auch noch nicht so viele Leute. Kann halt auch sein, ne? Ich weiß nicht. Verbindung sieht ja kacke aus bei den Jungs hier. Toni ist wahrscheinlich aus Japan. Standardgolf, Zählspiel abwechselnd. 9 Löcher, Spezialschläge aus, Mii-Charaktere zulassen. Warum habe ich denn so viel Falten? Der Raumersteller ist bereit. Wähle innerhalb des Zeitraums los. Oh, die haben auf mich gewartet. Nee, Wario will ich nicht nehmen. Wo ist Yoshi? Oh, Yoshi ist weg. Jetzt war ich zu langsam. Wir nehmen Toad, oder? Toad auch immer cool. Toad mit der Fliege ist geil. Aber warum kann der nur... Oh, habe ich so wenig Kraft. Schrottstein, Dünenwell, Wetterwald und Grün... Wir gehen nach Grünbüschel. World of Warships kennt jetzt auch auf die Konsolen. Ach, gab es noch nicht? Ich dachte, es gibt schon wie World of Tanks. So, ist jetzt abwechselnd oder gleichzeitig? Jetzt, nee, war abwechselnd, war? Kann ich wenigstens ein bisschen auf den Chat gucken. Guten Abend, Tom. Geil, Mario Golf. Michael, grüß dich. Nimm Puyol als Charakter. Kadia, ja. Hm. So. Das ist jetzt Toni, ne? Hoffentlich mehren die sich nicht so aus. Aber wir können mal ein bisschen abgucken. Das ist halt auch ein Vorteil. Guck mal, man kann jetzt gucken. Du siehst ja, wie er schlägt. Und wo er landet. Aber allerdings kennen wir jetzt den Grünbüschelkurs noch nicht. Jetzt schlägt hier Shit Grizzly. Mal gucken, was er macht. Er hat halt viel... Er geht gleich all in hier. 260. Alter, was hat Wario für eine Power? Und ich hier mit Tod, ey. Aber er geht in den Bunker. Nein, geht er nicht. Okay, ist aber witzig. Immerhin hat der Online-Modus funktioniert. So, ey, guck mal, wo der liegt. Soweit. Wir kommen nicht mal halb so weit. Schöner Schlag. Die Mütze, die er auf hat, lol. Aber ist doch unfair, oder? Guck mal, wir sind zumindest so gut wie Yoshi. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich darf nochmal, weil ich am weitesten weg bin. Okay, wir können schon einlochen. Wind kommt ein bisschen lavi korrigieren. Und denkt an das Nachrollen. Wir stoppen ein bisschen vorher. Oh. Doch, sieht gar nicht so schlecht aus. Der sieht gut aus. Yes! Auf dem Grund. Läuft! 2,6 Meter nur, da müssen die anderen erstmal nachziehen. Haha. Also, Mehrspielermodus ist natürlich wie immer bei Nintendo schon witzig. Der geht zu weit, safe. Der rollt so mächtig vorbei, oder? Oh. Shit. Toni ist auch auf dem Grün. Shit, Grizzly. Der kann das, guck mal. Ey, der kann das, der stoppt da genau richtig. Aber er hat... Nee, er driftet leicht weg. Wind ist ab...
Auf dem Grün. Pack zum Birdie. Er ist aber am weitesten weg. Der geht über die Fahne und macht den rein. Ach komm, ey, der macht gleich einen Birdie im ersten Loch. Und jetzt wir. Der hat... Ah nee, ist ja nicht, weil wir eben Yoshi hatten. Sind wir ja gar nicht. Ey, die putten alle. Ich hab Druck. Alle legen hier einen Birdie vor. Ah, ich bin voll dicht dran eigentlich. Komm, easy. Multiplayer, erster Birdie ist am Start. Tom braucht den Druck. Sehr geil. Ist witzig. Und? So, Yoshi muss anfangen. Können wir uns, während er dran ist, den Kurs angucken? Nee, geht nicht. Auf Konsole auch 39,99, Harald. Die Olympiade. Hm. Okay. Den hat er schön verkackt. Und Shit Grizzly geht zwei Meter die Sekunde von rechts, der Wind. Er hat ziemlich stark korrigiert. Müssen wir mal gucken. Weil der hat halt, mit dem können wir uns nicht messen. Der hat halt komplett kranke Schlagwerte. Ey, guck mal. Er macht gleich wieder ein Birdie. Paar 3 sind wir. Auf den Grün. Aber wir könnten da auch bis dahin kommen. Schön gerade. Backspin. Schöner Schlag. Oh, nicht so weit. Man sieht den Schatten so schlecht, finde ich. Man könnte... Oh yeah, baby. Stopp! Halt! Stopp! No! Das ist halt dieser Backspin. Den hätte ich jetzt echt machen sollen. Aber Yoshi muss erstmal hier aufs Green. Super Backspin spielt er. Ey, guck mal. Aber habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, der rollt jetzt nicht rückwärts. Aber, oh Gott, wir müssen putten. Gefälle ist da. Oh, zu lasch. Ey, zu weit rüber gemacht. Oh no. Und zu kurz auch noch, Tatsache. Nee, Wario macht den bestimmt. Der macht mir schon so einen Profi-Eindruck. Ey, guck, guck, guck. Okay. Ja gut, ich sag mal, wenn die jetzt in der Community, wenn wir hier 4 Leute hätten, die Mario Golf... Achso, er hatte ja noch... Ja, er ist Paar. Wäre vielleicht schon witzig, ne? Mal so. Wir brauchen nur noch Tap-In machen zum Paar. Die Mütze ein... Auf dem Pilz die Mütze einfach. Zu geil. So, wir bleiben bei minus 1, alle punktgleich. Irgendwann kommt der große Tom-Verkacker, ich ahne es. Und? Yoshi fängt wieder an. Loch 7. 2 Meter die Sekunde Rückenwind. Er geht da volle Lotte. Schöner Schlag. Der muss aber in den Sand gehen, nein, oder? Nee, okay. Weil wir können mal gut gucken, was er macht, weil wir haben etwa die gleiche Schlagkraft wie Yoshi. Also man könnte ein bisschen weiter nach links gehen. Obwohl, dann landet man in der Tanne da, oder? Er haut einfach drüber. Okay. Gibt's nicht, oder? Ey, der kennt den Parcours schon in- und auswendig, glaube ich. Ja, so 260 Meter ist einfach krass. Oder der hat... Ich weiß nicht, ich glaube, man kann die Figuren auch hochleveln. Bin mir nicht ganz sicher. Komm, wir gehen ein bisschen mehr nach links. Hoffen, dass wir im Bunker vorbeikommen und gehen auch Max.
Warum sagt er jetzt nicht schöner Schlag? Achso, oh, Ausrufezeichen heißt unkontrolliert. Wir haben zu spät gedrückt. Aber komm, hier, guck mal, 197. Und der rollt tatsächlich noch 14 Meter. Aber ist okay. Wir können bis zum Green kommen. Wir haben Wind von links. Wir korrigieren gegen 140 Meter. Wir nehmen ein Holz 6. Und ja. Gib ihm. Schöner Schlag. Oh, zu kurz? Nee, oder? Aber sowas von zu kurz. Nee, er rollt immerhin noch aufs Grün, Gott sei Dank. Also man muss dann wohl doch beim Powerbiken an diese grün karierte Fläche ran. Sonst kommst du halt noch vorm Grün auf. Mal eben Glück gehabt, dass er noch aufgehüpft ist. Auf dem Grün. Okay. Ist doch Wario, oder? Ja, ich denke, ach, Waluigi heißt der Lila, ne? Wario und Waluigi. Danke für die Däumchen übrigens, Leute. Selbst im Mario Golf hält euch nichts davon ab, auf die Daumen zu smashen. Ihr wisst immer, Reichweite schickt uns rund um die Welt mit dem Nintendo angespielt Stream von Mario Golf. Schön, dass ihr alle da seid. Danke für die Likes und Follows und fürs Teilen natürlich auch. Oh, wir müssen putten. Ich fände es schön, wenn man dieses Raster mit irgendeiner Taste ausblenden könnte. Kann man auch, es verschwindet kurz, wenn man den Stick bewegt. Aber wir gehen einfach mal ein bisschen drüber. Wir sind bisher immer verhungert. Nicht sein Ernst. Shit, ging das so doll bergab? Oh, oi. Okay. Toni verkackt auch. Und wir sind schon wieder dran, weil wir so richtig weit weg sind. Also diesmal nicht ganz so dolle. Wir gehen gerade mal auf die 5. Schönes Paar. Och, war der. Mann, war der gut. Oder? Was für ein Putt. Aber trotzdem hat Wario einen Birdie geschafft. Ey, jetzt ist er bei minus 2. Der fühlt sich schon auch am besten an, der Junge. Ja. Okay. Da führt er einfach mal. Hat er gut gemacht. Aber mir ist noch nicht klar, wieso der einfach 70 Meter weiter schlagen kann als wir. Schöner Schlag. Frage ist, ist es, weil er Wario ist oder ist es, weil er den echt vielleicht schon hochgelevelt hat? I don't know. Heute Abend habe ich überlegt, also nach den Squad Battles so ein bisschen, ob ich immer Pro Evolution Soccer nochmal starte. Ich habe keine Ahnung, da müssen irgendwie 1 Million Punkte oder Münzen oder was da sich immer angesammelt hat jede Woche. Da kann man bestimmt eine Stunde Pack Opening machen. Müssen wir mal reingucken, oder Matze? Wäre doch witzig. Patrick, danke fürs Teilen. So, wir müssen Abschlag machen. Wind von schräg vorne, okay. Also ich fand, das war ein schöner Schlag. Warum? Ich habe genau die Linie getroffen, es kommt wieder ein Ausrufezeichen. Gut. Aber wir sind gleich nochmal dran, auch nicht schlecht. Ah, 147. So. Wind von schräg. Und wir stoppen jetzt mal an der grün karierten Kante. Jetzt will ich mal sehen. Jetzt müsste er ja springen und dann rollen, aber er bremst halt. Auf dem Grün.
Er bremst halt vorm Green doch ganz schön ab. Na, siehst du, und jetzt mal gucken. Er geht auf halb auf kariert. Ist halt doch besser. Aber so viel dichter kommt er halt auch nicht. Mario hat Spezialschläge an Rico. Hi. Ach so. Schöner Schlag. Haben wir das auch? Und dann kann der jedes Mal so einen Powerschlag machen. Dann können wir jetzt alle zu Eiern machen? Nee, oder? Dann würden auf den Grün. Guck mal bei mir. Ich kann aber nicht aktivieren. Oh, wie viel Meter? Ach du Schande. Wo sehe ich denn eigentlich die Meterzahl? War nicht. 30 Meter die Mitte. Puh, ja, was soll's. Geht, glaube ich, bergab. Oh, nicht zu doll wieder. Puh, komm. Langer Putt. Schönes Birdie. Und Birdie. Haha, die Fliege ist am besten. Durch Elektrizität gibt er seinen Schlag mehr Power. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht in dem Online-Modus, aber mir ist so, als wenn... Oh, ja auch. Auch Birdie. Als ob wir Spezialschläge anhatten, ne? Aber wie kann ich denn meinen aktivieren? In FIFA bekommt jeder 10 Trikots, die alle kack aussehen, geschenkt. Supi, Kadir. London ist einer das Beste von allen, mal wieder installiert, auch wenn es schwer ist. Ja, das Neue ist halt, wie gesagt, ganz knuffig, aber nicht so. Da fehlen einfach zu viele Disziplinen bei Olympic Games Tokio. Da fehlen zu viele so von den klassischen Leichtathletik-Disziplinen, weil immer halt auch Bogenschießen fehlt, Tontaubenschießen fehlt. Hochsprung, Stabhochsprung, Diskuswerfen und Speerwerfen vor allen Dingen auch, ja. Ist halt ein bisschen schade. Warum wurde bei... Weißt du nicht, oder, Rico, wie ich meinen Spezialschlag aktivieren kann? In FIFA kriegst du 10 Trikots geschenkt, die besser aussehen. Ja, hatte gerade eben auch schon geschrieben. Schöner Schlag. Und Heiko, grüß dich. Der hat so ein Jetpack auf dem Rücken. Mom, kopier deinen Charakter mal rein. Toad, der kleine Pilzkopf, nimmt sich bei seinem Schimpfschatz Megaballknaller einen riesigen Megapilz zur Hilfe. Oh, ich bin schon wieder dran. Oh, da verhungern wir bestimmt. Ich gehe mal lieber auf sicher. Schöner Schlag. Der treibt noch ein bisschen weg. Aber wir haben Gegenwind auch noch. Halb auf dem Green. So, ein riesiger Megapilz zur Hilfe. Er wird dadurch zwar nicht riesig, aber sein Schlag gewinnt eine gewaltige Kraft. Der Name seines Special Sprints. Purzelsprint ist Programm, denn er rollt mit vielen Purzelbäumen über das Spiel. Okay. Ja, aber wie aktiviere ich den, Rico? Erstmal danke fürs Reinkopieren. Philipp, grüß dich. Moin. Wann tippst du bei Kroatien, Spanien? Ich glaube, ich habe auf Spanien getippt bei unserem Kick-Tipp-Spiel. 3-1. Spanien, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber mal gucken. Heiko, hallo. Kroatien kommt weiter. Ja, ich kriege nicht so viel mit vom Spiel. Deswegen machen wir halt auch vorm Frankreich-Spiel den Stream aus, damit ihr alle in Ruhe gucken könnt und ich auch. Frankreich-Spiel möchte ich halt sehen. Pogba muss halt dreimal in Folge gewinnen. Da müssen wir mächtig die Daumen drücken. Ihr wisst, mein Pogba muss noch mehr... Oh, ich dachte, hier geht schon rein. Muss noch mehr Hyper-Pogba werden. Genau, Frankreich. Nach dem Stream schön duschen noch. Und dann gechillt Frankreich gucken. So 127. 117er Eisen müsste reichen. Gegenwind ein bisschen von da. Und... Schöner Schlag.
unterschätze den Wind immer noch komplett. Also wenn der so von der Seite kommt, sind 2 Meter pro Sekunde echt viel. Kante, ja. N'Golo, N'Golo, Kante. Bester Mann. FIFA 22 KD, oder? Ballern wir Packs, bis wir Kräuf und Kante haben. Der Rest ist dann egal. Gute Annäherung. Wenn ihr bei FIFA 22 auch bei uns dabei sein wollt, einfach immer auf das Däumchen drücken und die... Ah nee, das ist jetzt ein Plus, ne? Abonnieren. Ein Abo dalassen, kostenlos. So könnt ihr uns nicht verpassen. Im nächsten Monat geht's Sportprogramm weiter mit Formel 1 auf diesem Kanal. Oh. Als Beimischung aber nur, keine Angst. Wir spielen weiter Weekend League. Bis zum bitteren Ende. Wir machen für unsere Supporter dann im... Ich denke mal Anfang Mitte September machen wir unser FIFA 21 Abschiedsturnier. Und werden dann in FIFA 22 mit einer neuen Supporter-Only-Liga ins neue FIFA starten. Kommt gerne auf den Discord-Server, wenn ihr noch nicht drauf seid. Oder folgt der Facebook-Seite, dann werdet ihr nichts verpassen, falls ihr Bock drauf habt. Bogi. Schönes Paar. Echt, wir haben aufgeholt gegen Shit Grizzly. Der hat einen Bogi gemacht und wir haben Ball. Ich dachte, wir haben auch einen Bogi. Kante hat heimlich mit der Ex von Italien. Schönes Bild. Hat heimlich mit der Ex, alle dachten, er bleibt Single for life. Achso, das wusste ich gar nicht. Die Ex von Mkhitaryan, auch cool. Toni führt jetzt. Und wir waren Platz 3. Wie viele Löcher hatten wir? Wieso darf ich eigentlich nie anfangen? Aber ist eigentlich besser, ne? Besser, wenn man nicht anfangen muss. Achso, weil wir immer Letzter sind wahrscheinlich. In der Gesamttabelle. Stimmt. Ich glaube, immer der Führende muss anfangen. Minus 3, minus 2, minus 2... Ja, trotzdem, Rico, wie aktiviere ich meinen Schlag? Standardschlag. Ich kann da unten immer nur auf Standardschlag klicken. Übrigens haben wir Mittwoch, erstes Mal Training in der Halle. Wurde heute bekannt gegeben. Ich bin ja gespannt, wie viele Pappnasen sich diese Woche anmelden. Hoffe ein bisschen auf mehr Teilnahme. Vielleicht hatten die alle keinen Bock, da draußen auf dem Ascheplatz Fußball zu knorken. Mal gucken. Alles vielleicht ein paar mehr. Und dann Handball in die Hand nehmen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das sich anfühlt. Was macht der denn jetzt? Ich dachte, der schießt da in den Glockenturm. Oh, nicht schlecht. Schön in den Baum. Hatte aber Schwein, landet trotzdem noch auf dem Green. So, 164, da ist so ein doofer Baum. Ein bisschen Pech, Wind kommt von da. Jetzt müsste man halt mit dem linken Stick so ein Curve... Oh, oh, siehst du? Doch ein Baum, aber er kommt noch gut. Jo, war zufrieden für ein paar 4 mit dem zweiten Schlag auf dem Green. Chance auf Birdie ist da. Die Brille CC. Kadi liest immer die bunte oder so, wa? Das goldene Blatt. Kadi hat heimlich die Ex von Mkhitaryan geheiratet. Schöner Schlag. Richtiges Tom-Spiel. Viel Chat lesen, ab und zu die Mumme hauen. Halt nicht schlecht erkannt, Lukas. Tatsache. Aber ich glaube, auf Dauer ist es nicht so richtig faszinierend für euch. Und für mich eigentlich auch nicht. Aber es stimmt, du hast echt recht. Man kann so ein bisschen chillen. Eigentlich, naja, nicht? Golf ist ja auch ein Seniorensport. Dirk, hi, grüß dich. Der Golf-Tom, genau. Keine Angst. Nur einen Quickie angespielt Stream. Auf dem Grün. Das ist scheinbar gar nicht so. Deswegen habe ich das auch gemacht, weil wir haben letzte Woche Mittwoch haben wir auch von 15 bis 18 Uhr die Olympiade angespielt.
Das geht im Nachhinein, das VOD geht schon wieder viral. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen, was die Leute das klicken. Schön, richtig geil halt. Deswegen machen wir jetzt bei Neuerscheinungen öfter mal so einen Shorty-Stream. Und einfach mal so ein angespielt. Wenn ihr euch einen Eindruck machen könnt, euch das VOD angucken. Und sehr cool halt. Haha, mache Eier. Michael ist da, grüß dich. So, warte mal, wir sind schon am Birdie-Putten. Wir müssen aber jetzt, glaube ich, hier... Also hier wird er safe so weggehen. Siehst du schon an dem fetten Rot. Wir müssen eine dicke Kurve machen. Wir gehen auf knapp über die 15. Und mal gucken. Beim Backup geht es, glaube ich, auch noch. Ja, ist halt schwer. Habe ich noch echt noch nicht so ein Feeling fürs Putten. Dafür geht es aber eigentlich noch ganz gut. Guck mal, der geht echt zu kurz. Der geht rein. Krass, oder? Das hat Toni echt nicht schlecht gemacht. Ich sehe jetzt immer zwar links, rechts, ich sehe aber noch nicht hoch runter. Irgendwo gibt es bestimmt noch eine Ansicht, die mir fehlt. Nein. Oh. Ich dachte echt, der verhungert. Schönes Paar. Aber alle jetzt Paar, oder? Ey, Toni hat echt auf der einen Map rasiert. Wie viele Maps sind denn noch? Zeigt immer nicht die ganzen. Und? Ah, hier. Okay. Also noch drei Löcher, okay. Schöner Schlag. Cool, kann man zwischendurch nachgucken. Hab mich schon gewundert, weil man nie die Tabelle angezeigt kriegt. So. Und das gleiche machen wir danach nochmal als Speedgolf, denn, weil das ist ja eigentlich der Main-Modus. Oh, Bunker. Wind von da. Das will ich halt auch nochmal sehen. Schöner Schlag. Also den haben wir jetzt schon aus. Siehst du, das Korrigieren war nicht schlecht, sonst wären wir, glaube ich, safe in dem Bunker gelandet. Wichtig. Paar 4, wir kommen hoffentlich mit dem zweiten Schlag aufs Green. Haben dann wieder die Birdie-Chance im dritten. 2-1 in Spanien. Tatsache. Ich glaube 3-1 hatte ich getippt. Kann einer von euch mal gucken, was Tom getippt hat? Im Kicktipp. Holzi, grüß dich. Ey, das gibt's gar nicht. Der kann ja komplett anders spielen durch diesen Powershot. Schwierig. Der muss doch dann aber auch irgendeinen Nachteil haben. Das ist mir halt immer noch nicht klar. Wieso können wir das nicht? Ich will jetzt wie ein Pilz hier rüber kugeln, aber ich weiß nicht, wie ich es halt aktiviere. Da unten steht immer Standardschlag. Oh, tschau. Pilzgestein, kacke, der geht voll daneben. Oh, der geht viel zu lang. Oh mein Gott. Stopp. Oh, warum? Warum so weit? Verstehe ich nicht. Wir haben noch... Warten, ist wieder unsere Freundin da, Kommentatorin? Ich habe ja zum Glück einen Ton aus, Lukas. Unsere Freundin, wie hieß sie? Schöner Schlag. Die kann ein bisschen anstrengend sein, Tatsache, ja. Oder sind die wieder zu zweit? Das fand ich auch ein bisschen. Ja, oder zieht auch voll vorbei. Auf dem Grün. Aber ansonsten kann man sagen, der Online-Modus, also die Spielersuche ging recht zügig, nachdem wir sie verstanden hatten, wie sie ging. Verbindung ist stabil, obwohl da einer nur einen Balken hat. Also es... Nee, oder? Ja, okay. Oh, Backspin. Ja, Tatsache, Backspin. So, wir haben jetzt... Wir haben die Chance auf den längsten Putt aller Zeiten. Gefühlt, keine Ahnung. Bergab geht's auf jeden Fall.
Schön erwischt. Alter, shit. Das wäre sie gewesen jetzt, oder? Wieder im Doppelpack, okay. Ah, die Neumann, ja. Oh, furchtbar, oder? Okay, hat aber den Vorteil, dass sie nicht im Frankreich-Spiel kommentieren wird. Pack zum Birdie. Schönes Birdie. Ein Bilderbuch-Birdie von Shit Grizzly. Wir brauchen auch nur ein Tap-In. Schönes Paar. Ey, ich bin voll schlecht. Minus 4, minus 3, minus 2. Und? Ich mach mal kurz den Ton an. Also nicht mal so vom Fachlichen würde ich mir das gar nicht anmaßen, aber ich finde einfach die Stimme so einfach ein bisschen unangenehm. Ist halt Geschmackssache, ne? Aber jetzt regnet es hier auch noch. Sieht ein bisschen, irgendwas war mit Regenwetter. Wind, 4 Meter von vorne, okay. Einfach Audio Description anschalten, da muss man nicht mutzen. Was ist denn Audio Description? Untertitel, ach so, die Beschreibung. Das ist aber anstrengend, da musst du ja mal hingucken, Matze. Ich sag's immer wieder, oh warte. Am besten, provokantesten ist, wenn sie ihre Stimme auf Krampf in dem... Ja, das ist halt immer, wenn dann diese so künstlich... Oh, Tor? Nee, was? Wenn sie so versucht, künstlich das so spannend zu machen, ne, durch diese Dynamik. Und dann so, nee, da kommen wir doch safe in den Baum. Okay, die Tonspur ist für sehbehindert. Ah, okay. Das weiß ich gar nicht, ob mein Fernseher das kann. Grüße aus dem Saarland, starke Weekend, Christian, dankeschön. Ja, war ölig gestern, hör mir auf, ey. Ach, siehst du, ich muss noch die Pack-Openings rausschneiden aus dem Stream. Die gigantomanischen, was macht er jetzt? Also. Aber trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht durch diese Zusatzmotivation. Das ist eigentlich eine nette Idee. Gab es das letztes Jahr auch schon? Ich kann mich gar nicht entsinnen. Dass es bei der WL mal so Sonderpacks gab für Siege? Und plupp. Hat er noch Glück? Landet im Rough statt im Bunker? Alter, da ist er ja einfach auf dem Green. Bin 4 Meter von links, krass. Geh noch mehr, geh mal richtig viel jetzt. Schon zu weit. Schöner Schlag. Nee, siehst du? 4 Meter. Der Wind. Oh, jo, ist. Auf dem Grün. Ist in Ordnung. Kacke. Wie will er den saven da? Hat Yoshi ein Problem? Machst du bei der EM gar nicht mit? Welche EM? Wie meinst du das? Das Spiel noch nie gesehen, Wahnsinn. Welches? Christian? Golf? Mario ist ja auch erst raus am Freitag, glaube ich. Oder meinst du Kroatien, Spanien? Beim Frauenfußball wäre es eigentlich cool, eine Kommentatorin zu haben. Würde auch passen, aber am besten, wenn ich bei Ihnen bin. Ja, ja, deswegen, also.
Aber ist halt schwierig, ne? Dann ist das wieder diskriminierend oder chauvinistisch oder so. Aber ich denke auch einfach, würde wirklich Bombe passen. Aber das hatten wir ja neulich schon, ne? Mit der Schiedsrichterin hat es ja auch funktioniert. Aber es ist halt irgendwie halt anders. So, das geht steil bergab. Nein. Putt zum Birdie. Jupp Golf. Ja, ist ganz witzig. Angespielt Stream für alle, die sich vielleicht für interessieren. Ey, ja, macht's natürlich richtig. Im 19. Ach, du meinst hier unsere. Den Ersatz für die Liga, dieses Zwischending. Oh, nee. Hab die Zeit nicht. André. Und ehrlich gesagt war mir das so ein bisschen. Ich wusste nicht, was, wie, wann, wo startet, wie es abläuft. Da war die interne Kommunikation so ein bisschen schwierig. Deswegen. Und für mich halt immer schwierig, weil ich habe halt ja wirklich durch Streamen und die Arbeit relativ wenig freie Zeitfenster. Und in der Liga selber musste ich halt auch schon den Leuten so oft hinterher schreiben und dann gesagt, bitte meldet euch. Und am schönsten wäre es dann und dann im Zeitfenster von bis. Und das war halt dann wirklich ein bisschen anstrengend. Und waren dann halt auch Leute teilweise, die ich nicht kannte, ja. 6 PlayStation liegen, 150 Leute. Und gut, das ist halt so ein anderes Thema. Wir haben halt immer. Chris, grüß dich. Löw wollte Tom dies ja nicht dabei haben. ja, ist halt so ein Thema. André, ich weiß ja nicht, wie lange hast du mitgespielt in der Liga? Welche Erfahrung hast du gesammelt? Ich fand es halt ein bisschen. Ja, ein bisschen schwierig. Also diese Spiele zu vereinbaren und dass so viele Leute einfach abgehauen sind, ohne was zu sagen, fand ich schon ein bisschen doof. Deswegen hatten wir immer so eine Diskussion Subliga und Non-Subliga und Daniel ist da so Verfechter, frei für alle. Finde ich nicht so doll, weil wie gesagt, da einfach, mir geht es nicht um das Sub da, Twitch-Sub oder was da übrig bleibt, wisst ihr selber, sind es 2 Euro im Monat. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass es Leute sein sollen, die zur Community gehören. Also die sich untereinander kennen, die auch eine gewisse Verantwortung haben und dann den Leuten auch antworten, wenn sie Fragen bekommen auf dem Discord. Ey, wann können wir spielen? Und die halt nicht von heute auf morgen einfach verschwunden sind wortlos. Das ärgert mich halt, weil wir machen wirklich, das kostet eine Menge Zeit und auch Geld. Diese Liga-Software kostet Geld, der Discord-Server kostet Geld. Auf den Grün. Da kommen die einfach, machen mit und wenn es dann doof ist, auch kein Bock mehr, bin ich wieder weg. Weißt du? Deswegen bin ich da nicht so mit einverstanden. Und deswegen wird es zu FIFA 22 auch eine Supporter-Liga geben. Wegen mir auch weiterhin eine freie zusätzlich, aber auf jeden Fall für die Leute, die ich gut kenne oder die bei den Supporter-Games auch immer mitmachen. Mit denen möchte ich gern in einer Liga spielen und mal sehen, wie die untereinander sich so gegeneinander schlagen. Da habe ich einfach Bock drauf. Das aufhörende Leute hat echt... Ja, guck mal, du hast ja gesehen, die erste Saison nach einer halben Saison, nach der Hinrunde abgebrochen, die zweite war auch so, die Hälfte der Leute verschwunden und so. Da sind auch Leute verschwunden, die Supporter waren, aber... Ich glaube, wenn du jetzt die, guck mal, so eine Community muss ja auch erstmal wachsen. Und es ist ja inzwischen, haben wir so ein Level, dass sich ja die Leute im Chat doch schon viele kennen. Und selbst ihr kennt inzwischen schon die Discord und die Facebook-Namen so ein bisschen, könnt ihr zuordnen. Und ich glaube, dass man sich da miteinander anders benimmt als jetzt völlig fremde Leute, die da sich auf unserem Discord tummeln. Manche haben ja... Das war immer noch das Highlight, wo einer fragte, da fragte einer mal im Liga-Chat, ey, wie spielt sich denn Kane Rulebreaker? Und einer schrieb, ey, frag doch am besten Tom Marlin, der spielt den doch. Wer ist denn Tom Marlin? Also ist schon geil, ne, wenn Leute auf deinem Discord-Server sind und in der Tom Marlin-Liga spielen und einfach so gar keinen Plan haben. Das war so ein Ding, wo ich dann gedacht habe, ey, irgendwas läuft hier verkehrt.
Aber jetzt das erste Mal in 90er Modus gespielt ist. Ja, interessant ist der Modus, auf jeden Fall. Weil du hast eben nicht dieses durch die unterschiedlichen Food-Teams, nicht das Mimimi von wegen, oh, die haben alle so starke Teams oder so. So, jetzt haben wir hier Punkte. Jetzt mal gucken. Nee, ist jetzt Finish, ne? Und dein Feedback nach ein bisschen mehr als einer Stunde, Chris. Jo. Also ist kein Must-Have-Spiel. Ist so wie Mario Tennis, ist mal ganz witzig für zwischendurch, aber ist jetzt so kein Dauerbrenner wie Mario Kart. Muss man nicht haben, glaube ich, ne? Wenn man jetzt nicht so unbedingt ein Fable dafür hat. Mirko, guten Abend, grüß dich. Ich finde das mit der Subliga für 22 schwierig, also wenn es gleichzeitig nicht eine normale Liga geben soll. Doch, doch, wird es ja geben. Daniel wird eine normale Liga machen, eine Free-Liga. Und wir werden eine Subliga machen dazu. Carlos, Namen, grüß dich. Habe ich auch gesagt, bei Hinrunde hätte gereicht, weil dieses Auf- und Absteigen ist ja der eigentliche Reiz, Florian, weißt du? Und wenn wir 20 Leute in der Liga haben oder 18 und Hin- und Rückrunde, jetzt sind dann 36 Spiele, drei sind 12 Wochen. Für eine Saison ist halt, das ist ein Vierteljahr, das ist halt viel zu lange. Nee, wir werden mal gucken. Wir gucken, wie viel Facebook-Supporter sich da melden, die da Lust haben werden. Ist ja noch ein Weilchen hin. Und so ist der Plan, wir werden eine Supporter-Liga machen. Und Daniel wird weiterhin eine Free-Non-Sub-Liga machen. Und das wird dann parallel laufen. Wir zocken einfach alle Knockout City. Genau. Ja, FIFA 20 hatten wir ja auch. Das war ja auch noch in der vorigen Zeit. Da hat das auch gut funktioniert. Weil die Leute einfach einander mehr respektieren oder auch wertschätzen. Ne? Ist halt anders. Kai, Namen, grüß dich. Naja, aber die Subs werden vermutlich nur in einer der Ligen spielen. Ja, so sollte es sein, richtig. Weil wir ja in der Subliga wird es dann natürlich auch, hast du ja andere Möglichkeiten dann, ne? Weil du, wenn du Leute hast, die das alles unterstützen, auch finanziell, kannst du halt auch da wieder ein bisschen Preise ausschreiben und so. Das geht halt bei Non-Sub nicht. Und dadurch ist halt die Motivation auch ein bisschen niedrig, ne? Für manche ist es okay, manche sagen, okay, das reicht mir als Motivation, einfach ein bisschen spielen. Andere brauchen noch einen zusätzlichen Anreiz und ja, so ist die grobe Planung, Flora. Hängt halt noch vieles mit dran. Hängt halt auch mit dran, wie sich das alles vom Stream entwickelt. Mit Twitch und Facebook. Das, wisst ihr ja, sind wir immer noch alles am Austesten. Wie da die weitere Entwicklung so verläuft. Und müssen wir mal gucken, September. So, jetzt wollen wir gerne mal in den Tempo-Modus gehen. Das war jetzt schon ganz witzig, aber Speedgolf. 3 von 4. Punktekampf L9 Spezialschläge ein. Speedgolf. Wollen wir hier gleich mit rein? Mii zulassen, Spezialschläge ein. Komm hier nach rein. Volta gespielt. Im letzten FIFA oder in diesem? In diesem muss ich es noch spielen, Christian. Furchtbar. Schade, war mal zu spät. Weil ich ja immer versuche, FIFA auf Platin zu spielen. Aber in diesem habe ich es noch nicht angefangen. Standard Speed, überall noch keine vollen Räume. Speedgolf, Spezialschläge ein. Gehen wir mal hier rein. Wieso nicht möglich? Aktualisieren vielleicht mal. Speedgold, Luffy. Ja, jetzt. Wird da zu langsam? Scheinbar sind die schon immer weg, oder? Ach so, Verbindungsfehler. Da sind wir noch.
Ja, wie machen wir einen Spezialschlag? Wie können wir das testen? Wir werden nie wieder hin zurückfinden. Gehen wir in den Ratgeber. Hier steht nichts von Spezialschlägen. Das ist schlecht. Also ich habe nochmal nachgelesen, Battlefield 6 wird Cosplay wohl bekommen und die Spieler zu halten, wenn du Bock hast, wäre ich dabei. Ja, müssen wir erstmal sehen, Chris. Also, welche Spielmodi es gibt und was man da im Multiplayer machen kann, aber schon mal gut zu wissen. Nur zwischen den Konsolen. Achso, Anleitungssteuerung, doof. Ja, komisch. Rico ist nicht mehr da, der könnte uns das vielleicht sagen. Aber Wolf Lexikon ist das. Schläge mit Spin, Distanzmesser, Höhenanzeiger. Also hier finde ich nichts. Vielleicht müssen wir das irgendwo einstellen. Nö. Hatte ich einen gemacht? Nee. Da kannst du ja nichts hier in dem Menü kannst du nichts machen. Da kannst du alles nur durchklicken zwar, aber kannst nicht. Kannst nur alles lesen. Also hier kannst du selber keinen üben. Ich mache einfach, starte mal kurz ein normales Spiel solo und dann müssen wir noch mal gucken. Schleudert bei Aufprall die Bälle weg. Spezialer Kläger hat dominante Hand. So. Topspin, Backspin, Standardspin. Super Backspin, Doppeldrücken. Okay. Das steht nicht hier. Ach, L. Guck mal, ja, da ist eben L. L gedrückt halten, also L1 sozusagen. Bei voller Energieanzeige. Aber ich hatte einfach keine Energieanzeige in dem Multiplayer. Du solltest bei FIFA die Selten Rollenspieler machen, du hast so viel. Ja, Flore, ich habe schon 3-4 gemacht. Und das ist echt zeitaufwendig. Schade, dass man das nicht mit diesem Agenten da automatisch machen lassen kann. Das wäre dann chillig. Habe ich nachher auch vor, nebenbei ein bisschen beim Frankreich-Spiel zu machen. So. Achso, jetzt ist er nicht aufgeladen. Ja gut, jetzt ist da die Anzeige da. Siehst du da oben, wo der gelbe Balken ist? Wenn die voll ist, dann kann ich halt mit dem linken Pad den Spezialschlag aktivieren, aber die Anzeige war halt in dem Multiplayer gar nicht da. Okay, danke, ich werde mir jetzt definitiv für PS5 holen. Freue mich schon mega. Ach, Battlefield? Christian, dann bleib am Ball. Also, Battlefield habe ich richtig Bock drauf, wird mit Sicherheit nicht nur ein Einmal-Stream werden bei uns hier. Sehr, sehr cool auf Next Gen vor allen Dingen mit 128 Spielern gleichzeitig. Wenn das funktioniert, könnte richtig bocken. Auf Last Gen ist es, glaube ich, weiterhin dann bei 64 Spielern, aber es ist halt trotzdem auch cool. Nee, Flora. Heute nicht. Heute nicht mehr. Heute muss ich auch mal chillen. Das FIFA wollte ich mir ganz in Ruhe, Frankreich wollte ich mir ganz in Ruhe angucken. Ich muss nachher noch was arbeiten und Duschi und dann noch ein bisschen in Ruhe gucken. Ich habe auch den Trailer mega gefeiert. Ja. 22.10. das Release. Ist nur noch 4 Monate. So, ich mache einmal Backspin machen. Müssen wir sehen, ob er jetzt liegen bleibt oder rückwärts rollt, gar.
Doch, guck mal, er rollt auf jeden Fall nicht so doll. Auf dem Grün. Aber ich krieg den Balken so schnell halt nicht voll, um das zu testen. Aber bringt ja auch nichts, weil... Ach doch, guck mal, Birdie, jetzt funkelt der. Jetzt funkelt der Balken oben. Jetzt müssten wir praktisch im nächsten Loch den aktivieren. Aber bringt ja nichts, weil ja keine anderen Bälle da liegen. Wir machen es nur mal zum Testen. Also, L. Jetzt ist aktiviert. Tod bereitet einen Mega-Knall, Mega-Ball-Knaller vor. Jetzt macht er ihn. Okay. Da ist er. Boom. Also scheinbar da, wo der landet, smasht der alles weg. Wie beim nee, nicht Bowling, sondern wie heißt es? Eisstockschießen. Sarah, danke fürs Follow. Warum heute so einer unchristlichen Zeit? Holzi! Naja, normal ist Montag gar nichts, weil ich will euch nicht verwöhnen, weil ihr wisst, Montag, Mittwoch ist bald wieder Trainingszeit, abends um 8. Und ja, deswegen dachte ich, 18 bis 21 ist doch gar nicht so schlecht. Aber siehst ja, wie man es macht, ist verkehrt. Sonst hätte ich heute gar nicht angemacht, dann wäre auch Trauer gewesen. Wird saugeil, Battlefield 6 sieht saumäßig geil aus. Ja, da sind 4 Monate zu lang. Das stimmt. Das ist immer, wenn man auf was wartet, ist schlecht. Also, wir haben den Spezialschlag gesehen. Aber ich weiß ja trotzdem nicht, wie ich ihn aktivieren soll im Multiplayer. Und ich hätte jetzt halt gerne mal ein Speed-Match gemacht. Und das suchen wir jetzt noch. Nicht rausgeflogen. Scheinbar waren wir vorhin echt immer zu langsam, oder? Dann kommst du mir jetzt da nicht. Holzi! Trotz der unchristlichen Zeit. Markus Holzmann gönnt 50 Sterne. Du entkommst meinen Sternen nicht. Party Popper. Holzi, danke schön. Konnte keine Verbindung zu anderen Konsolen hergestellt werden. Bitte versuche es später erneut. Yippie! Was hatten wir für ein Glück, dass wir da reingekommen sind vorhin? Komisch. Danke für 50. Oh, wir sind drin. 2 von 4. 3 von 4. Oh, das geht tatsächlich so schnell. Punktekampf L6, Spezialschläge 1. Die Charaktere nicht zulassen. Okay. Speedgolf, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Die haben aber alle echte Kackverbindung, oder? Ein Balken. Da meckert ihr nochmal über FIFA. Das wird der absolut geisam durchdreht. Ja, deswegen, ich habe kurz über. Ich wusste nicht genau, was machen wir heute Abend. Und abends, weißt du, wenn ich dann wieder was streame. Also Frankreich wollte ich jetzt auch halt mal gerne einfach so mal gucken. So ein bisschen in Ruhe. Oh, ich habe wieder vergessen loszudrücken. Guck mal, wie die sich hier geiern auf die mit den besten Spezialschlägen halt. Wir haben halt wieder hier so ein Kacki. Den nehmen wir trotzdem tot. Oh nee, so eine Kackmap. Bowser Vulkan sieht ja scheiße aus. Ah, hab ja ein paar am Konto, muss mir keine was Handy kaufen, somit geht's billig auf. Ja, es gibt, ich habe gesehen, es gibt momentan noch diese Günstigwochen oder wie man es nennen will bei Facebook. Zeigt er mir mal an im Dashboard. Irgendwie Sterne noch reduziert. Ist zwar, also fast 1:1, selbst mit Steuern. Facebook zahlt praktisch die Steuern sogar. Warte, jetzt müssen wir gucken, wir müssen, wann geht's los? Ach so, es geht schon los. Schon den Start verkackt. Jetzt muss ich rennen. Speed-Taste drücken. Alter, wie schnell sind die? Und die Münzen sammeln.
Oh nö, oder? Wie anstrengend. Jetzt kann ich nicht mehr auf den Chat gucken. Oh, Ausdauer ist fast alle. Wir haben vor Bomb abgeschlagen. Die Ausdauer hat sich regeneriert, aber nicht komplett. Sprint, Sprint, Sprint. Oh, holt Herz. Zack. Ausdauer geschnappt. Bin ich hier als Erster? Ey, lol, ich bin voll schnell. Oh, da kommt ein fettes Ei. Ein Yoshi-Ei kam da angeholt. Schnell, lauf, 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 lauf. Mach. Oh nein, ich verkack. Druck ist da, tap in. Ja. Okay, aber ich denke, ich zähle, wer Erster ist, oder? 3-2, 3-2, 3-2. Ich glaube, ich habe 3-1 getippt. Habe ich jetzt was gewonnen? Plus 2, plus 3, plus 4 Punkte. Ich war gar nicht Erster? Habe ich nicht verstanden. Und? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wieso kann der schon schlagen? Münzen sammeln, wie bei Mario Kart. Oh, oh, Ausdauer. Ich kann hier nicht nach hinten gucken. Nee, das geht nicht. Das ist mir zu anstrengend. Das ist mir viel zu anstrengend. Lauf, lauf, lauf. Wie hier den... Den Beutel dann hinten packt. Wie soll ich denn da rüberkommen überhaupt? Oh nee, jetzt nicht noch sowas. Ach so, okay. Einfach vorbeilaufen. Guck mal, ich bin noch jetzt hier. Warum sind denn die da so? Schöner Schlag. Mal hier drüber laufen. Wie man die Schläge auf den Rücken pappt. Ey, wieso sind die denn alle schon da? Verstehe das nicht. Schönes Paar. 1,30. Ich war 3 Sekunden hinter dem... Jetzt war ich gut. Ich war gut. Oder? Die haben scheinbar richtig verkackt. Ach, die wollten eine ganz andere Strecke gehen. Die sind doch safe in die Lava gefallen irgendwie. Bomb, der mit den vielen kleinen Bomben erinnert mich gerade an den aus dem geschmolzenen Kern. Den vierten Boss oder dritten da. Ja, Yoshi hat es eindeutig verkackt. Holzi, danke für 50 Sternchen. Ja, ist heute nur, wie gesagt, ein Quickie-Stream. Nicht traurig sein. Jeden Abend geht erst, wenn wir den Fulltime machen. Dafür müssen wir noch ein bisschen die Basis verbreitern. Wir waren wirklich gut. 3 Sekunden einfach nur hinter dem ersten. So, jetzt gibt es Punkte nach. Okay. Ein Punkt sind wir nur hinter dem ersten. Oh. 9, 8. Wieso können die schon schlagen? Ich denke, die schlagen alle gleichzeitig. Jetzt kriege ich keine Münzen mehr hier.
Er klaut mir die noch. Achso. Den Ball nicht vergessen. Ich wollte schnell zum Herzchen rennen. Auf los. Nein! Ah, oh, jetzt war er 4 Sekunden schneller. Gibt's doch nicht. Wird auf die Plus-Minus-Liste eingetragen. Wollt sie was denn? Ein T-Konto? Plus-Minus? Was habe ich denn jetzt Falsches gesagt? Oh Gott. Also wir werden mit bisschen Glück nicht letzter. Ich kann noch nicht drücken jetzt. Jetzt sind wir noch als Erster. Woran liegt das? Go, 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 go. Snack die Münzen. Jetzt das Herz. Snack. Oh, Kacke, wie geht denn hier? Bam. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich meinen Spezialschlag einsetzen soll. Also ist, ja, aber das ist so ein Modus, ich weiß nicht, das hat jetzt echt nichts mehr mit Wolf zu tun. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Oh, zu doll. Schönes Paar. Der Stream, die Kürze und Uhrzeit. Ja, Christian, wie aktiviere ich den? 3-3. Naja, aber guck mal, ist doch besser heute, als wäre ich gar nicht angekommen, oder? Kroatien ist zurück. Wird nochmal spannend. Und? Euch kann man heute nichts recht machen. Ach ja. Toll. Jetzt da matschen die mich hier alle. Ja, vorhin, Christian, konnte ich das. Getroffen. Jetzt trifft den Flaggenstock. Jetzt hat er irgendwas gemacht auf L1, aber das war jetzt halt dumm. Ey, gibt's nicht. Jetzt funkelt da oben was. Komisch, jetzt hast du recht. Hast eh recht. Holzi. Guido, grüß dich. So. Wann machen wir das jetzt? Wann können wir das? Ist mir noch nicht klar, wann jetzt funkelt's da oben?
Was habe ich denn eingesetzt? Ist die Ausdauer fast weg? Oder so ein Bomb-Dings da? Markus Holzmann gönnt 50 Sterne. Alles für unseren lieben Tom. Romantisches Gesicht. Holzi, danke schön. Ist der. Oh, da ist ja so viel Rot drumrum. Danke für 50. Wie du was geht. Oh oh. Oh, oh, oh shit. Oh nee, bleib liegen. Gute Eulix gönnt 100 Sterne für den geilsten Typen. Komm, mach weiter so. Für den geilsten Typen. Guido! Auweia. Danke auch dir für die Sternchen. 100 Stück. Dankeschön. Kong, schnell tappen. Oh, komm. Das erste Mal vor Kong. Eine Sekunde, lol. Leider sind die anderen schon ewig im Ziel. Scheiße. Guido, Holzi, dankeschön. Nee, ist doch schön. Guck mal, jetzt haben wir, dann habe ich nämlich ein Streamchen, den können wir dann wieder hochladen, ein Let's Play streamen. Dann können sich Interessierte das auch off-streamen, also als VOD angucken. Und passt schon. 3-3, wir gehen in die Verlängerung. Krass. So, und das war hier jetzt oben. Also das hat mir nicht gefallen, das war mir zu hektisch. Also heißt, Speedgolf ist mal raus. Gar nicht mein Ding. Ich würde sagen, dann gucken wir uns den Story-Modus jetzt nochmal an. Da musst du mit dem Mii spielen. Vorher habe ich mir noch schnell trinken. Durst. Aua. Ach, au. Zu lange gesessen. Triff den Clubmanager, okay. Da gibt's Verlängerung. Ah, Mats, für wen bist du? Oder ist bei dir im Spiel egal? Oh, ich weiß nicht. Ich wäre eher für Spanien, weil ich Spanisch so toll kann. Hola, señor. ¿Cómo está? Dos cervezas, por favor. La cuenta. Hasta mañana. Und weil man in Spanien so schön Urlaub machen kann. Ist mir total schnuppe, sagt Matze. Kleines Fazit, Guido eher nicht. Eher nicht. Also Story-Modus, gucken wir jetzt erst rein. Soll ziemlich doof sein. Den Speedgolf-Modus, hast du eben gesehen, finde ich persönlich jetzt nicht so spannend. Und alles andere, naja, ich glaube, weiß nicht, auch für deine Töchter Golf ist, glaube ich, nicht so. Ich glaube, da ist Tennis echt noch spannender. Birdo, oh, Tomalin, guten Morgen, du kleines Siebenschläferchen. Wie... Woher weiß er? Lol. Das ist schon wieder witzig. Heute geht's gut, von der Reise hast du gut geschlafen. Es freut mich, heute ist jetzt schon zu spät für die Feier. Schnell raus mit dir auf die Straße runter. Husch, husch. Okay. Hier geht's nicht raus. Weil das ist halt mit einem Mii, kommt so dieses Flair gar nicht. Wir werden sicher alle Augen auf euch ohne Erwartungen, Leute, sind hier riesig. Gibt einfach dein Bestes.
Topspin, sie höher der Statuswert, desto mehr kannst du Bälle opten anschneiden, desto mehr Statuswert. Also hier kannst du halt richtig wohl RPG-mäßig so ein bisschen. Bisschen Miss Piggy, ja. Ein Grünbüschel. Hallo, willkommen in Grünbüschel, dem Dorf, in dem das Golfspiel im Pilzkönigreich einst seine Anfänge nahm. Ich weiß, als Rookie hört man das sicher ständig, aber wir sind sowas wie eine Schmiede für Golfstars. Du kannst dir gar nicht denken, wie viele Spieler als Rookies hierher kamen und zu wahren Golflegenden wurden. Nanu, du bist wohl der neue Rookie, von dem man so viel hört. Tommelin, du sollst ja mächtig was auf dem Kasten haben. Bin schon ganz flatterig vor Freude, dich mal auf dem Platz zu sehen. Okay, die kennen uns hier also. Vermutlich quatschen Jugendtalente, gibt es jetzt zwar zuhauf, aber darf die Erwartung nicht zuschrauben. Übung macht den Meister, bla bli blub. Also, und die quatschen hier alles Gleiche. Grünbüschels Golfkurs ist weltberühmt, wusstest du das? Es gibt hier sogar extra Bereiche. Aber guck doch mal, sieht doch echt aus wie Hobbing hier, oder? Diese grünen Hügel. So, wo sollten wir hin? Zum Club treffen. Na, wen haben wir denn hier? Tommelin, stimmt's? Stimmt doch, oder? Ja. Cheftrainer, Spitze hergehört, Rookie. Die Begrüßungsfeier geht gleich los. Aufstellen sofort und wie einer trödelt. Danke, zurzeit geht auch nur Pokémon Snap. Siehst du, da haben sie ja eh noch zu tun. Deine Mädels. Ist, glaube ich, auch echt spaßiger. Nee, also das kannst du getrost aufladen. Dann lieber warten auf dieses, also das glaube ich wird echt witzig, Guido, dieses diese Compilation Mario Party blabliblub, wo die ganzen Minispiele von früher drin sind. Das könnte richtig cool werden. Kommt glaube ich im Oktober, ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Muss der Onkel mal auf seine Wunschliste gucken. Vom Wunschzettel. Da ist es bestimmt drauf, oder? Ach Gott, da ist so Elden Ring, Formel 1, Battlefield, Mario Party Superstars, genau. Erscheint am 29. Oktober. Mario Party Superstars, das klingt echt sehr cool. Ende Oktober, Guido, musst dir merken. Grünbüschel. Verlängerung startet. Vergesst nie, es ist eine riesige Ehre für euch, Teil der Geschichte Grünbüschels werden zu dürfen. Cheftrainer, dieses Gerät hier ist eure Golfwatch, voll ausgestattet mit praktischen Funktionen rund ums Golfen. Das gute Stück führt Buch über eure Leistung, euren Score und tausend andere nützliche Sachen. Prost, danke. Ja, da warte ich auch drauf, ist vorbestellt. Über den richtigen Link, Guido. Ach Mann, ey. Immer vergesst ihr das. Ja, aber das könnte echt witzig werden. Also das könnte auch mal so für so einen Community-Arm vielleicht was taugen, oder? Golf, Tennis und so, das sind so Sachen. Können dann zwar halt wahrscheinlich auch nur vier mitmachen, aber mal gucken. Todet! Buhu, Kihi. So, jetzt. Oh, ich bin jetzt mal dran. Und zu guter Letzt Tommelin. In dir soll ja ein wahres Talent schnuppern, man muss es nur etwas zu polieren wissen. Apropos polieren, morgen polieren wir wieder unsere Murmeln auf Twitch. Mist bestimmt. Quatsch, Guido, alles gut. Ja, das ist halt doof, ich dachte auch nicht dran, viele machen das ja übers Handy, da kann man halt keinen Favoriten-Link speichern. Sonst einfach diesen Link, der auf dem Discord ist, einfach als euren Amazon-Startseite, dann könnt ihr das immer gar nicht vergessen. Du hast deine Golfwatch erhalten. Eure Daten sind schon noch mal. Wir schalten das gute Stück jetzt bitte alle mal ein. Okay, wir kriegen die Watch. Wie ihr lesen könnt, habt ihr derzeit das Eisenabzeichen. Eisen ist der niedrigste Rang, Platin der höchste. Okay. Und höchste ist eigentlich noch fast untertrieben. Platin erreichen nur die absoluten Vollprofis. Er ist der Traum jedes Rookies. Um höhere Ränge zu erreichen, müsst ihr Turniere gewinnen. Eure Golfwatches informieren euch, wenn ihr aufsteigt. Es ist nicht, wann ihr aufsteigt? Wenn ihr aufsteigt? Nee, wenn ihr aufsteigt. Dankeschön, Cheftrainer. Dann will ich euch jetzt nur noch jemanden vorstellen, der euch unterrichten wird.
Toad. Nu klar. Tag Leute, ich bin Toad. Ihr wisst ja gar nicht, wie ich mich auf euch gefreut habe. Golf ist im Pilzkönigreich heute angesagt wie noch nie. Habt ihr gestern das Turnier gesehen? Spitze, oder? Aber damit unser Sport auch in Zukunft interessant bleibt, brauchen wir neue Gesichter. Und damit meine ich frisches Blut auf dem Rasen. Bla bla bla. Ach so, Tom Merlin. Der Caddy Master will erst noch mit dir sprechen, ehe du mit dem Training anfängst. Ach so, fast vergessen. Lauf einfach den Pfad links entlang, freu dich schon mal, du erhältst nämlich ein Geschenk. Welchem Realm auf Classic Hang? Everlook? Retail auf Dunmorok? Hagen ist jetzt im Woff-Fieber. So, lass mal loslaufen hier. Drücke Plus, um das Golf-Menü von dort zu öffnen. Okay. Unser Watch-Menü auf der Uhr, Grünbüschel, ist ja eine geile Map. Hier haben wir unsere Status, Ausrüstung, wie man spielt und Tagebuch. Okay. Jetzt laufen wir zum... Hey, Mann, ey, lass mich doch mal in Ruhe, alle quatschen mich hier an. Okay, da bin ich auch... Jetzt wo? Auf Classic Everlook oder auf dem anderen? Ich weiß gerade nicht mehr, was du spielst. Das sind sogar deine Körpergröße, nicht schlecht. Jetzt hier mit dir Geschenke. Achso, unseren Golfsack. Ich habe dir zunächst mal 7 Schläge eingepackt, also einen halben Satz. Mehr würde dich nämlich langsamer machen. Der kennt mich. Ach, Classic, okay. Classic. Ja, mal gucken. Ich gucke nachher mal rein. Also nach dem Stream, wie gesagt, erst mal eine Dusche, was essen und dann gucke ich Frankreich. Und bist denn, wenn du online bist, wie heißt du? Oder hast du die FA angenommen? Battle-Dings da? Dann kann ich dich in die Gilde einladen. Oder, also ein 60er hast du dann schon, ne? PC Classic? Du fängst dann an bei 60. Eigentlich wollte ich ja Squad Battles grinden, aber ja, siehst du, es ist einfach alles zu viel. Und da schimpft Holzi noch, dass wir so unchristlichen Zeiten streamen. Ja, so, wir gehen unsere Übungslektion machen hier. Super Lobs. Ich fange bei 0 an. Ach so. Okay, Dann können wir ja im halben Jahr oder so zusammenspielen bei Classic. Das dauert halt echt lange, das Questen und Leveln, ne? Aber du kannst ja trotzdem in die Gilde, das ist ja egal. Vielleicht können wir irgendwann mal zusammen nach Stadträume gehen. Ich muss da nämlich noch für meine Paladin-Pferd-Quest hin. Soll ich dir beibringen, wie man mit einem Driver weiter Bälle spielt? Ja, möchtest du alles über einfache Schläge lernen? Ja. Achso, nee, das weiß ich doch schon alles. Probier einfach, ja? Wenn du 60 Punkte oder mehr ziehst, hast du bestanden. Keine Sorge, du bekommst genügend Versuche. Okay, ich hätte gern von dir einen Abschlag, mit dem es im Anschluss leichter fällt, Paar zu erreichen. Zielfläche ist markiert. Das ist jetzt für die Vollnoobs sozusagen hier. Boycott Squad Battles. Hashtag. Kadia. So schlimm. Du sollst halt nicht auf Ultimativ spielen. Ich muss die machen. Ich brauche, sonst kriege ich 37 Zuschriften Montag früh. Wo ist das Squad Battle Opening Video? Tom, was ist los? Ja, so sind die Jungs. Komplett. Denk mal, was da einmal habe ich ohne Ton aufgenommen. Ne? Da hatte ich hin und her geschaltet, das OBS gewechselt und da war das Mikro offen. Ich habe es nicht gemerkt und habe einfach das Pack-Opening aufgenommen und dachte dann irgendwie, ey, scheiße, du hast keinen Ton. Tom so am... Verstehst du? Voll kacke ohne Ton halt irgendwie. Ich denke, nee. Kannst du halt nicht rausbringen. Ist voll peinlich. Aber...
dann kamen sie halt alle, ey, wo ist das Video? Und boah, ich freue mich schon immer drauf. Und gucke ich immer in der Mittagspause oder bla und so. Ich sage, nee, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage es ohne Ton, egal. Naja. Dann kam es halt ohne Ton. Später ist es ja nochmal passiert. Ich bin vorhin Rad gefahren bei 30 Grad. Geschwitzt wie Sau. Dann lief. Und dann in den Supermarkt rein. Weil Kartjes im Angebot waren. Matze ist schuld. Nee, alles gut. Diese Maske und voll geschwitzt. Und dann lief der Schweiß irgendwie in den Augen. Dann wieder raus aufs Rad. Und dann der Fahrtwind. Ey, das, mir brennen total die Augen gerade. Squatpads sind zu stark, bist du zu low. Auf Anfänger kann man den Controller hinlegen. Kadir, ey, echt mal jetzt. Das schaffst du. Mach einfach Legende und rock die Hütte. Holst easy Elite. So, Tombalin, Schläge 1, 0 von 60. Achso, hier sollen wir 60 Punkte holen. Ja, easy. 6 Bälle und dann haben wir Full House. Warum sieht mein Mii eigentlich hier so scheiße aus? Schöner Schlag. Der sieht anders aus als bei Mario Kart. Versteh das gar nicht. Hast mich geedit? Gut, dann müsste ich dich ja sehen, wenn du online bist, ne? Dass ich dich einladen. Du bist wegen den tollen Pommesen bestimmt. 4 Pakete in den Fahrradrucksack gestopft. Schöner Schlag. Ja, weil das ist echt die beste Sorte an Mikrowellenpommes. Und dann, ohne Witz, es gab nur noch die geriffelten. 4-mal. So rum. Also es gab die geriffelten nur noch 4-mal. Und sonst nur die geraden. Und die geraden schmecken halt einfach nicht. 4-2 Spanien. Naja, dann kommt da aber wenigstens was geboten für euer Geld, oder? So, das ist jetzt der Story-Modus. Wir machen jetzt hier die erste Quest. Machen hier 60 Punkte voll mit 6 Schlägen. Ach so. Oh, jetzt haben sie... Deswegen... die haben was geändert, voll fies. Okay. Dann müssen wir ein bisschen höher gehen. Schöner Schlag. Das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Da verschieben sie einfach die Zielscheibe. Lieber sogar Rivals als Squad Wild. Schön, Division 1 aufgestiegen. Ich habe das Foto gesehen, Kadi. Ich glaube, ich habe sogar geliked. Division 1, was wir für Jungs am Start haben, ist schon krass. Division 1 und dann mal Squad Wilds verkacken. Du bist mir mystisch. Ich kaufe Mittwoch die Pommes. Mal sehen, was du dir da reinziehst. Jetzt, ach wie, du kennst die gar nicht? So, warum können wir jetzt nicht raus? Wir haben die Punkte voll. Ich dachte, du kennst die, weil du die so schlecht machst. Du wirst begeistert sein. Richtig mega. Packung aufmachen in die Mikrowelle. Ich weiß gar nicht. 2 Minuten, 3 Minuten, je nach Wattzahl. Dann Pommes-Salz rüber. Das von Ankerkraut habe ich übrigens vergessen, aber ich habe noch ein ganz gutes da. Bisschen Pommes-Salz, nicht zu viel. Wisst ihr, wegen Blutdruck. Bisschen schütteln, 1 Minute ziehen lassen, aufmachen. Mega. Die schmecken richtig gut. So. Ach so, 10 Schläge geschafft. Ach so, ich hatte nur 10 Schläge für die 60 Punkte. Da sieht man, wie Low Division 1 ist, Tom. Spaß, bevor Kani mich hasst. nee, das ist schon eklig. Also ich finde Division 2 ist schon viel zu schwer für mich. So. Neuer Level, guck mal. Level 2, Erfahrung, 40 Punkte. Wir können einen Punkt verteilen. Kraft bestimmt die Schlagweite beim Drive. Bestimmt wie lange du sprinten. Nee, sprinten ist egal, weil wir wollen kein Lauftempo, Schläge, Effet. Also dann nehmen wir Schlagweite hier natürlich. Und steht hier, ja, haben 400 Münzen erhalten. Dafür können wir bestimmt Klamotten kaufen. Sehr schön, 60 Punkte waren zum Bestehen nötig und du hast die Sache wunderbar geschaukelt. Mir hat gefallen, wie gut du zwischen aggressivem und zurückhaltendem Spiel gewechselt hast.
Und noch mehr gefallen hat mir die tolle Kameraführung. Insider, du bist auf einem sehr guten Weg, Rookie. Weiter so. Gut gemacht, Tomalin. Um die Präzision deiner Schläge noch weiter zu verbessern, solltest du dein Augenmerk auf Carry and Run richten. Möchtest du erfahren, worauf es rankommt? Nein, weil ich es schon weiß. Tipps wie diese kannst du im Golfwatch-Menü jederzeit erneut aufrufen. Ach, so wie auf den Übungssektionen. Wie kommen wir denn da hin? Ach so. Lol. Ich quatsch die doch jetzt nicht alle an hier, oder? Das sieht ja aus wie ein Baseballfeld, ja. Hallo. Möchtest du dir die Lektion zum zur Annäherung? Ja, okay. Möchtest du alles über einfache Schläge lernen? Als Annäherung bezeichnen wir einen Schlag, mit dem man versucht, auf das Grün zu treffen. Wenn du einen der drei Wedges, Power Wedge, Under Wedge, Sand Wedge verwendest, drücke, damit der Ball nur die Hälfte der üblichen Distanz zurückliegt. Okay. Beginnen wir mit einer Annäherung über 27 Meter auf ebenem Terrain. 5-3. Uff. Jetzt geht's ja ab. Ich spiele den Ball doch mal aufs Grün, wo er noch ein Stückchen näher ans Loch und dann ist dann Bump and Run. Bis zum Grün sind es 9, bis zum Loch 18. Der Ball rollt nach dem Landen noch ein Stück, also würden einen Schlag von 27 Meter etwas hinter dem Loch landen. Deine Schlagkraft bestimmt nur, wie weit der Ball fliegt, vom Schlag bis zum ersten Bodenkontakt. In deinem Fall würdest du so schlagen, dass der Ball 70% der Gesamtstrecke im Flug zurückliegt. Die restliche wird er rollen. Boah, ist schon komplex. Plus, ja. Halber Schwung, 16 Meter. 32 ist die Entfernung. Aber ich weiß jetzt trotzdem nicht, wo ich stoppen soll. Okay, Fahne berührt, auch nicht schlecht. Ach so, jetzt werden wir wieder Punkte machen. War eigentlich gar nicht so schlecht. Man einen Backspin probieren sollen. Jetzt müssen wir wieder 10 Schläge machen. Komm, dann schaffen wir ein Hole-in-One schaffen wir noch. Wir haben ja keinen Wind, nix. Deswegen treffe ich jedes Mal die Fahne, toll. Also es würde tatsächlich mit einem Mario oder einem Yoshi oder wem auch immer, glaube ich, mehr Spaß machen als mit einem Mii. Damit bist du bereit für die nächste Übung. Sind wir erneut 9 Meter vom Grün entfernt. Wo sehe ich denn die 9 Meter? Auch vom Rande des Grüns bis zum Loch beträgt die Distanz wieder weitere 18. Diesmal müssen wir aber auch noch 27 Meter Höhenunterschied überwinden. Schlage also etwas kräftiger, denn der Ball wird nach der Landung weniger rollen. Sieht doch aus wie bergab, oder? Versuche den Ball über einen Putt bergauf vor dem Loch zu platzieren. Denn Putts bergab sind viel schwieriger zu spielen. Dreimal schlagen, 10 Punkte. Ich weiß gerade gar nicht, was er von mir will. Aber wir machen das nicht schlecht. 3 Schläge für 10 Punkte schaffen wir easy. Ach komm. Der geht rein jetzt. Klackt vorher an die Fahne und dann geht er rein. Nein! Geschafft. Aber egal. Geschafft. Gib uns neue Skillpunkte. Also es hat so einen ganz dezenten Hauch von MMO, aber ich weiß nicht, wozu. Gut, ist vielleicht jetzt für einen Singleplayer eine Langzeitmotivation. Aber flasht mich jetzt nicht so richtig. Ich auch nicht, oder?
Ansonsten, wie gesagt, murmeln wir morgen auf Twitch. Euretwegen. Und ja, morgen gucken ja alle Deutschland 18 Uhr, stimmt. Insofern können wir gechillt dann danach um 9 Tatsache murmeln. Wer spielt nach Deutschland? Matze weiß bestimmt. Oder ihr wisst alle bestimmt. Nur ich weiß wieder nicht. Und wir haben Next Level, Level 3. Und da gibt es den nächsten Kraftpunkt. 152 Meter Abstand. Aber das Eisernabzeichen ist noch nicht gestiegen. Ey, auch bestanden. Das wär's dann von meiner Seite. Aber um dich stets weiter zu verbessern, solltest du immer wieder üben. Na, Lust, einen kleinen Grundwurst und Putten? Nee. Bist ja deiner Künste sehr sicher, was? Grüß dich. Ach so? Du musst, sonst lässt er dich ja. Beim Putten ist mehr Präzision gefragt als bei anderen Schlägen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Nein, das wissen wir schon. Setzen wir unser Ziel mal 5 Meter vom Ball entfernt. Denk dir einen Bereich von 1 Meter um das Loch. Deine Aufgabe ist es nun, den Ball irgendwo in diesem Zielbereich zum Liegen zu bringen. Ich will, dass du 10 Punkte oder mehr ziehst. Du hast 3 Schläge. Schweden, Ukraine. Und wie ist es? Ja, okay. Aber kein Must-Have, Christian. Also dieser Speed-Modus hat mich nicht so angemacht. Der Story-Modus ist auch so mehr meh. Und für den Rest, wenn du jetzt auf Couch-Koop, macht es bestimmt Spaß, wenn du Leute hast. Aber bling. Okay, ist jetzt einfach im Trainingsmodus. Mir fehlt halt immer noch dass man so die Kamera drehen kann irgendwie. Dass ich das Gefälle mal von der Seite sehen könnte. Einer davon wird unser Gegner, wenn wir England schlagen. Schweden, Ukraine, genau. Genau, Christian. Ziemlich, wenn wir England schlagen sollten, sieht das eigentlich gar nicht so schwer aus. Theoretisch. Torben, grüß dich. So, Punkte haben wir. Hui, Reifeleistung, war das zu einfach für dich? Dann lassen wir dich was Schwieriges einfallen. Nee. Gut, wieder Input über 5 Meter, aber diesmal musst du zu dem einen 125. Put ihn mal so, dass er maximal 1 Meter vom Loch entfernt liegen bleibt. Ja, Höhenunterschied ist halt schwierig. Geht doch jetzt bergab, oder? Ich kann es echt nicht sehen. Also geht's scheinbar bergauf. Gehen wir mal über die rote. Verhungert trotzdem, ja, dann muss es wohl bergauf gehen. Aber das kann ich halt bei Nordmazedonien auch noch nicht. Ah, aber das Spiel nach England wird schwerer, England wird leicht, weil die mitspielen. Weil sie mitspielen. Nordmazedonien fehlt mir immer noch übrigens. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, nochmal gucken. Ich habe aber gestern, heute Finnland gezogen. Heute gab es ja wieder ein Tütchen. Guck mal, wer es noch nicht gesehen hat. Tom hat jetzt auch die schöne Ottifanten-Box. Und es fehlt nicht mehr viel, aber die Zeit wird knapp. So viel kann man gar nicht essen und kaufen bei Reichel. Aber es fehlt nicht mehr ganz so viel. Da. Fiel mir gerade ein, weil ihr Nordmazedonien gesagt habt. Es fehlt immer noch Tschechien und Nordmazedonien. Ukraine und Spanien, Tatsache. Ansonsten, heute war halt endlich Finnland drin, der Elch hier. So. Guido, falls du noch da bist, habt ihr noch was zum Tauschen? Ich hätte noch ein paar, jede Menge. Echt. Gestern dann noch 3-mal England hintereinander gezogen, war ich echt mächtig frustriert. Aber ist nicht zu ändern. So.
Hoch. Zack. So, also okay. Das ist jetzt hier irgendwie gut. Also ihr habt den Story-Modus gesehen. Habt den auch für doof befunden. Wo ist denn Häuschen-Taste? Nein, geht nicht. Wir kommen hier nicht mit der Plus-Minus-Taste raus. Jetzt. So. Also Story ist so. Meh. Jetzt fängt er wieder an. Nein. Distanz mit Sprache. Da oben müssen wir drücken. So, und jetzt? Wie komme ich ins Hauptmenü zurück? Da. Bisschen kniffliges Menü. Bisher mal guckt. Ratgeber mal guckt, Rekord ja. Mal gucken, ob bei Statistiken jetzt irgendwas auftaucht. Löcher gespielt. Toads. Ah, ja, ja, ja. Statistik füllt sich langsam. 6 Matches, 29 Löcher. Uff. So viel. So viele Löcher haben wir gespielt. Laufende Strecke. Birdies, Eagles, Albatrosse, Hole in Ones. Standardschläger, Sternschläger. Super Sternschläger. Und dann hast du noch pro Charakter, guck mal hier, 3 Matches, 17 Löcher mit Toad. Also das ist schon komplex. Scoreprüfung haben wir nicht gespielt. Gegen die Uhr haben wir auch, ach, da zählt nur, wenn du alleine spielst, Großstatistik. Grünbüschel. Längster Drive, 211 Meter. Also das ist schon recht kompakt, ne? Hatte ich früher bei Nintendo, war immer so ein bisschen mit Statistiken eher wenig, aber das ist hier schon recht ausführlich. Da kann man nicht meckern. Und was haben wir noch irgendwie? Was ist denn Battle Golf? Die Spieler kämpfen gleichzeitig um 9 Löcher. Wer in einem Loch zuerst einlocht, erhält die Flagge. Es gewinnt, wer 3 Flaggen erobert. Nach Abschluss des Golfabenteuers kannst du in diesem Modus Mii-Charaktere einsetzen. Okay. Speed Golf. Standard Golf. Mehrspieler. Es gab es noch im Mehrspielermodus noch irgendwas? Standard Golf oder Speed Golf Battle Golf? Okay. Mit so einem doofen Kriterien gibt es keinen Raum. Auch nicht schlecht. Die stehen wahrscheinlich alle auf diese Spezialschläge. Nee, da gibt es auch wieder keinen Raum. Irgendwas machen wir falsch bei den Kriterien. Wieder kein Raum. Ach, Peter, Mensch. Bist du auf dem Discord? Ich müsste dir sonst mal per PM schreiben, ne? Ich brauche dich noch für diese eine Trophäe mal. Wollte ich hier gerade gucken nach Trophäen, lol, das ist ja auf der Switch. Grüß dich auf jeden Fall. Weil die eine ist ganz schön schwer, da in diesem einen Modus. Da müsste ich, kann ich dir mal irgendwann eine PlayStation-Message sonst mal schicken. Das wäre halt cool, weil dann wäre das abgehakt, dann wäre das auf Platin. Southgate ist einfach ein scheiß Trainer bei England. Unsere Jungs hauen die raus. Karl, ihr meinst?
Dass man gar keine Charaktere freispielen kann weiter, oder? Sieht jedenfalls nicht danach aus. Das ist eigentlich für Nintendo ungewöhnlich. Kannst du zumindest hier im Menü gerade nicht erkennen. Da war ein Follow. Von Tim. Herzlich willkommen. Danke fürs Follow, Tim. Nun klar, zeig mal her, was du da meinst, oder wir machen das schon zusammen. Und zwar. Gewinne 10 Mixer online. Erhalte 10 Goldmedaillen im schnellen Spiel online. Die beiden müssten wir machen. Schnelles Spiel und 10 Mixe online. Weil das ist so schon ein bisschen tricky. Also die gehen da alle, die sind da alle voll am Schwitzen. Und gönnen gar nicht. Also richtig Olympia im Online-Modus schaffen ist ja schwierig. Deswegen wäre ganz cool, Peter, wenn wir da nochmal... uns kurz schließen. England hat uns, glaube ich, noch nie regulär rausgeworfen. Wird schon klappen. Timo, grüß dich. Grüße nach Straßburg. Und Tim, moin. Danke fürs Follow. So, jetzt machen wir noch einmal hier Grünbüttel, oder wie es hieß. Und? Ist natürlich schon ganz gut, wenn du die... Aber die normalen, ich gehe jetzt nochmal, was passiert denn, wenn ich gar nicht drücke? Okay, dann passiert gar nichts. Dann geht er wieder zurück. Und ich glaube, ab dem Punkt, wo man oben in diese roten Ecken kommt, da gehst du ein gewisses Risiko ein, dass er nach links, rechts wegdriften kann. Die Schafe sehen ja auch geil aus. Ja. So. Wind kommt 4 Meter von schräg links. Jetzt gehe ich genau bis zur Kante. Schöner Schlag. Oh, siehst du? Hat noch nicht erreicht. Zieht noch voll vorbei, obwohl ich schon so weit nach links gezielt habe. Wir bleiben auf dem. Ah, wie heißt der Rand? Auf dem Grinch oder so? Der Grinch? Nee, das war Weihnachten, ne? England gegen 2010 regulär ist toll geschossen. So, und jetzt, das ist halt komisch bei diesem. Haben wir denn hier noch eine andere Taste, eine Minustaste? Distanz ändern. Kurz damit, okay. Aber ich komme nicht. Steuerkreuz kann ich drehen. Ist das gleiche wie mit dem Stick. Also ich kann nicht von der Seite gucken. Weil oder bin ich bescheuert? Ich sehe jetzt nicht, ob es bergauf oder bergab geht. Ach doch, die kommen mir ja entgegen, diese kleinen Striche. Da links gehen sie runter. Da ist so, also eigentlich müsste so eine schräg nach links Mulde sein. Wir müssten also eigentlich ein bisschen nach da lenken. Der Putter schlägt 30 Meter. Ich sehe trotzdem immer noch nicht die Entfernung zur Fahne. Die muss ich wahrscheinlich doch irgendwie ausrichten. Also es dürften noch höchstens 9 oder 8 Meter sein. Da ist die Fahne eingemalt. Das könnten 9 Meter sein. Guck mal, da ist 15. Wir gehen leicht bergab. Den gebe ich doch einfach mal kurz bis vor der Fahne. Also, Gefälle überbewertet. Schade.
Karma is a bitch. Ja, Kadi auch wieder hier. Ja, Timo, Kadi ist irgendwie ständig da. Aber du auch. 3-1 wird's für uns, denke ich. Mensch, was hab ich denn jetzt bei Spanien getippt? Kein Mensch sagt mir, was ich getippt habe. Irgendein Spiel hatte ich tatsächlich mal Elverschießen getippt, ganz frech, aber ich glaube, da bin ich schon vorbei. Ach, ist ja auch egal jetzt. Ist ja wurscht. Und? Guck mal, jetzt haben wir wieder unseren Power, aber das, was nützt denn das? Aktivieren wir es halt. Auf ein paar 3. Das heißt, wir kommen eigentlich direkt aufs Grün. Mal sehen, was er jetzt macht. Schmeißt du doch mal diesen. Achso, also es ist Tatsache so, dass er beim Aufprall wahrscheinlich, wenn er landet, alle anderen gegnerischen Kugeln wegballert, oder? 5-3 ist schon mega Spiel gewesen. 8 Tore ist krass, ja. Chip-In müssen wir jetzt machen. Ich versuche jetzt mal Backspin. Klappt nicht. Wie kann man da nochmal drücken? Deswegen habe ich nicht getippt, kann ganz entspannt gucken, muss nicht nachdenken, was ich tippe. Das stimmt auch wieder. Ja, vor allen Dingen, weil man ja, ist ja auch ohne was zu gewinnen, ist dann sowieso auch immer langweilig. Jetzt regnet es immer. Bam! So, dann muss ich nachher Hagen noch in die Gilde einladen. Dann muss ich Peter schreiben wegen der Trophäen. Dann muss ich meine Squad Battles machen. Dann muss ich Frankreich gucken. Dann muss ich noch was zu essen machen, duschen. Und ihr fragt euch, was macht Tom eigentlich den ganzen Tag? Ich war mal voll im Tippwahn mit Tipico. Oh, also richtig mit Echtgeld. Ist gefährlich, ne? Schöner Schlag. Ist, glaube ich, so wie Online-Sucht auch ganz schwierig. Ich war, glaube ich, mal kurz vor einer World of Warcraft-Abhängigkeit. Raum und Zeit verloren, soziales Umfeld irgendwie komplett eingestellt. Arbeitstechnisch nur das gemacht, was wirklich nötig war, um irgendwie zu existieren. Aber ansonsten, wofür stand Wurf an, Questen grinden. Krass. Zum Glück entspannen hat er sich aber auch gelohnt. Zum Glück aufgehört, ja. Ey, ich verstehe es nicht, warum. Es ist doch bergab, oder kann ich nicht richtig gucken? Diese Striche, die müsste man mit irgendeiner Taste ausblenden können. Die verschwinden nur, wenn ich den linken Stick antippe, aber ansonsten. Oder gedrückt halte, aber dann verstelle ich halt alles. Aber es geht doch nicht. Ach so. Okay. Ja gut, doch, dann kann ich ja doch von der Seite gucken. Dann muss ich halt mit dem Stick lange gedrückt halten. Ist halt auch doof. Ich habe immer die Leute gesehen, die da jeden Tag von morgens bis abends gechillt haben, hat mich zum Glück verabschreckt. Es waren immer dieselben Leute jeden Tag, ja. Das ist dann irgendwann böse, ne?
Ja, gut. Haben wir alles durch? Wer es verpasst hat, wie gesagt, VOD ist ja nachher dann auf der Page. Der kann sich nochmal alles in Ruhe angucken, Fragen stellen. In den Kommentaren, wenn ihr mögt. Ansonsten, ja, denke ich mal, jetzt haben wir 20 von 9. Kann ich mich noch ein bisschen aufs Spiel vorbereiten. Aufs Frankreich-Spiel. Und ja, war ja auch nur ein Quickie-Stream, Angespielt-Stream, damit wir uns trotzdem heute gesehen haben. Danke, dass ihr da wart. Danke fürs Reinschauen. Und viel Spaß beim Frankreich-Spiel euch allen. Kommt gut in den Dienstag, moin. Wir sehen uns abends spätestens beim Murmeln, wenn ihr mögt. Nachmittags glaube ich eher nicht. Und ja, Mittwoch gibt es schon wieder eine unchristliche Zeit. 15 bis 18 Uhr machen wir den Angespielt-Stream zu Dungeons and Dragons Dark Alliance. Wir werden einsteigen auf der PlayStation 5, werden den Zwerg hochleveln und mal ein bisschen reingucken, 3 Stunden, was dieses Spiel uns so bietet, ob das für den einen oder anderen was ist oder sein kann. Und ja, Mittwoch ist dann das erste Mal Training in der Halle seit Oktober 2020. Ich freue mich. Und naja, dann geht FIFA wieder los. Donnerstag Supporter Games, Freitag haben wir unser Summer Heat Event, neues Event schon wieder am Start. Gucken wir uns an bestimmt. Und Sonntag Weekend League und das ist die Woche schon wieder um. So schnell geht's. Olaf, tschüss mit Ö. Schön, dass ihr da wart, euch auch Mario mal angeguckt habt. Und danke auch für die Sternchen, danke für die Follows und ja, macht's gut, schönen Abend euch gewünscht und bis morgen. Ciao.